Wenn wir mit Datenbanken arbeiten, dann ist da oft die Rede von etwas, das Relationenalgebra heißt. Und deswegen muss ich erst einmal erklären, was das ist, damit einem klarer wird, was Datenbanken machen. Wenn man mit SQL arbeitet, hat man eine etwas seltsame Sprache vor sich, jedenfalls wenn man normale Programmiersprachen gewohnt ist, weil man mit einer deklarativen Sprache arbeitet. Das heißt, man sagt der Programmiersprache nicht, wie sie etwas zu machen hat, sondern was man haben möchte. Also gib mir alle Records aus der und der Tabelle, die die folgenden Bedingungen erfüllen. Oder verknüpfe zwei Tabellen miteinander und gib mir dann alles, was die folgenden Bedingungen erfüllt und so weiter. Wie sehen Datenbanken aus, die keine deklarative, sondern eine prozedurale Sprache verwenden? Hat jemand von euch mal mit sowas gearbeitet? Also als ich klein war, du warst doch noch nicht mal ein Joghurt im Regal, als ich klein war, da gab es solche Sachen wie DBase oder FoxPro oder ähnliche Sachen, wo man halt so Sachen gemacht hat wie, mach eine Tabelle auf, setz einen Cursor auf den Anfang oder auf den Anfang vom Index und dann schiebst du den Cursor da so langsam durch und schmeißt dann alles weg, was du nicht haben willst. Ja, genau. Das ist eine ziemliche Strafarbeit für einen Programmierer, weil diese Programme halt immer gleich aussehen und man dann nur die Bedingungen und die Tabellennamen und anderes Zeug einsetzt an den passenden Stellen. Das heißt, das ist eine Verschwendung von Programmiererzeit und mit SQL hat man das erste Mal eine deklarative Programmiersprache, wo man sagt, was man haben möchte und SQL geht dann los und ein Teil der SQL-Datenbank schreibt einem dann das notwendige Programm, ein Data Access Program, das also in die Tabelle geht und die Daten holt. Und in der Regel tut es das gut genug, dass es nicht lohnt, da selber beizugehen und den Kram schick zu machen. Damit das geht, braucht man halt einen gewissen Unterbau und dieser Unterbau ist Relationenalgebra. Was ist eine Algebra in der Mathematik? Habt ihr alle mal gehabt? Habt ihr alle wieder vergessen? Eine Algebra ist eine mathematische Struktur mit einer Grundmenge, auf der man irgendwie rechnet, und einem Satz von Operationen und einer einzigen Bedingung. Und diese Bedingung ist, dass das Ergebnis der Operation wieder in der Grundmenge liegt. Das heißt, man kann weiterrechnen. Und ein Beispiel für eine Algebra, die natürlichen Zahlen zum Beispiel als Grundmenge und die Operation plus. Wenn du zwei beliebige natürliche Zahlen hast, ist das Ergebnis immer wieder eine natürliche Zahl. Das heißt, du kannst weiterrechnen mit einer von den vielen Operationen, die du hast, also plus. Was passiert, wenn du eine weitere Operation dazu nimmst, zum Beispiel Minus? 2 minus 3? Keine natürliche Zahl, ist negativ, ist keine natürliche Zahl. Du musst erweitern auf die ganzen Zahlen. Und die Mathematik hat dann ziemlich viel Aufwand und Zeit damit verbracht, sich zu überlegen, wie sie denn wieder Algebren bekommt, wenn sie weitere Operationen dazu nimmt. Also wiederholte Addition kannst du ja abkürzen, kriegst die Multiplikation. Das geht immer noch mit den ganzen Zahlen. Wenn du dann die Umkehroperation haben möchtest, weil das ja eine natürliche Ergänzung ist, wenn du multiplizierst, wirst du auch dividieren können, explodieren dir auch die ganzen Zahlen, du kommst zu den rationalen Zahlen. Dann nimmst du Zusammenfassung von Multiplikationen, kriegst Potenzen, die Umkehroperation Wurzeln, zack, sind auch die rationalen Zahlen alle. Also Q reicht nicht mehr, du brauchst R, die irrationalen Zahlen. Und dann passieren wundersame Dinge mit Unendlichkeiten in Unendlichkeiten und du hast zwei verschiedenmächtige Dinge unendlich. Also es gibt mehr reelle Zahlen, als es rationale Zahlen gibt. Aber beides ist unendlich, aber ein Unendlich ist größer als das andere. Dann geht es weiter und mit den Wurzeln kriegt man dann auch die imaginären Zahlen, also Wurzel aus minus 1. Du kommst also von den reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen. Wenn man das noch ein bisschen weiter treibt, dann explodiert alles. In dem Moment, wo man über die komplexen Zahlen hinausgeht, verliert man ein paar wichtige mathematische Eigenschaften, zum Beispiel Kommutativität ist weg und dann wird alles ganz, ganz schlimm. Und an der Stelle hört dann Schulmathematik in der Regel auf, spätestens da, also sogar vor Diploms Physik, Mathematik fängt dann gerade an. Das ist dann alles schon irgendwie relativ unschönes Business, mit dem man dann zu tun hat. Wir wollen auch mit Dingen rechnen und brauchen eine Algebra, aber wir sind ja Computerleute. Das heißt, also erstmal muss der ganze unendliche Scheiß weg. Wir haben hier diskrete Mathematik. Und wenn man eine diskrete Mathematik betreibt, dann braucht man Funktionsvorschriften noch nicht als Formeln zu notieren, man kann sie als Wertetabelle notieren. Das heißt, man kriegt Tabellen. Und was wir haben wollen, ist eine Mathematik,
auf Tabellen. Das heißt, das Ergebnis unserer Algebra ist, wir machen irgendwas mit Tabellen und das Ergebnis ist wieder eine Tabelle. Und was ist der Unterschied zwischen einer Funktion und einer Relation? Eine mathematische Funktion hat genau ein Ergebnis, das sind Tabellen mit Einheitszeile. Und eine Relation, also Gradengleichung kennst du, nicht? Mx, also y gleich mx plus b, ja, das ist ein y, das rauskommt, deswegen kriegst du die Gerade. Du kannst auch eine Relation nehmen, also zum Beispiel y kleiner als mx plus b, das ist die Fläche unter der Kurve und nicht die Kurve. Das heißt, du kriegst mehrere Ergebnisse. Das heißt, du kriegst kein Ergebniselement, sondern eine Ergebnismenge. Und was wir haben, sind Relationen, also Tabellen, Ergebnismengen. Und wir wollen eine Algebra haben, das heißt, wir wollen auf Tabellen Operationen durchführen und es sollen wieder Tabellen rauskommen. Tabellen bestehen aus Tupeln. Tupeln haben eine Reihenfolge, also es ist ABC und nicht CBA, das ist was anderes. Und eine Tabelle in SQL ist eine Menge von Tupeln. Das heißt, so eine Reihenfolge in der Tabelle, die gibt es in der Relation Algebra nicht. Wenn du sowas siehst wie Order By, das ist zwar Bestandteil von SQL, aber nicht Bestandteil der Mathematik unten drunter. Und dann wollen wir Operationen auf dem Scheiß machen. Das heißt, was können wir mit einer Tabelle machen, dass es wieder eine Tabelle ergibt? Und die Antwort ist, es gibt fünf Operationen, die SQL definiert, nämlich Selektion, die Auswahl von Zeilen, Projektion, die Auswahl von Spalten, das Kreuzprodukt, also zwei Tabellen miteinander multiplizieren, das Umbenennen von Spalten und von Tabellen, und dadurch kann man eine Tabelle auch mit sich selbst multiplizieren, und Aggregation, also das Zusammenfassen von Zeilen zu einem Haufen. Selektion, das ist die Werbedingung, die du so kennst. Ja, also wähle mir die Zeile aus, wo a gleich 1 ist, oder alle Zeilen, wo a gleich 1 ist. Das können 0 oder eine oder mehrere sein. Die Projektion gibt mir eine Spalte. Du kannst auch neue Spalten machen. Also du nimmst den Inhalt von b plus den Inhalt von c. Oder b und machst dann Sterne drumherum oder sowas in der Art. Ich sage das deswegen, weil es andere Abfragesprachen gibt, die das nicht können. LDAP oder XSLT zum Beispiel, die haben zum Teil mit sowas Schwierigkeiten. Dann gibt es das Kreuzprodukt. Du hast zwei Tabellen und du kombinierst jede, also du hast hier eine Tabelle A und eine Tabelle B. In A hast du eine A-ID und es gibt dann 1, 2, 3 und in B hast du eine B-ID, die zählt 1, 2. Und das Kreuzprodukt ist halt alle A's mit allen B's kombinieren. Also 1, 1, 2, 3 und so weiter. Und das Ergebnis ist, wenn das da 3 und das 2 sind, ist dann 6 groß. Ja, das heißt, das ist der Join in SQL, also A Join B ist dann das. Und in der Regel hast du halt noch eine Join-Bedingung, die dir aus dieser super großen Menge hier irgendwas auswählt und sieht dann halt so aus, zum Beispiel selecte mir alles von der Kundentabelle und der Bestellungstabelle und kombiniere alle Kunden mit allen Bestellungen, aber so, dass die Kunden-ID von dem Kunden zur Kunden-ID von der Bestellung passt. Ja, also liste mir alle Kunden, die jemals etwas bestellt haben und die dazugehörenden Bestellungen. Dann gibt es das Rename. Wir machen uns hier mal eine Tabelle, die heißt Mitarbeiter, Employees, EMP. Und da gibt es so eine Mitarbeiterhierarchie. Das ist der Chef vom Ganzen. Ja, und der hat zwei Abteilungsleiter und hat jedenfalls hier einen Unterling und hier hat er einen Unterling, der hat weitere Unterlinge. Und wir haben hier also eine Tabelle Mitarbeiter, die haben eine Mitarbeiternummer, das ist die da. Und für jeden Mitarbeiter notieren wir den Boss. Also wer ist sein Chef? Ja, der Chef von 4 ist 2, der Chef von 6 ist 2, der Chef von 2 ist 1 und der Chef von 3 ist auch 1. Ja, das notieren wir hier mal. In die Tabelle fügen wir diese Paare ein. Und wenn du dann fragst, zeige mir alle Mitarbeiter und die Mitarbeiter, die deren Boss sind, dann merkst du, das geht nicht, weil wir die Tabelle EMP zweimal verwenden und dann kommt da durcheinander. Welches EMP meinst du hier, das oder das? Ja, das ist doppelt. Und deswegen boomt das weg. Und was wir brauchen,
ist, wir brauchen die M-Tabelle als Mitarbeiter, den konstanten Text hat den Boss, und dann haben wir hier die Mitarbeitertabelle, Quatsch, hier haben wir die Mitarbeitertabelle als Boss, und da haben wir die Mitarbeitertabelle, und hier benennen wir auch noch die Spalten um, den Mitarbeiter aus der Metadata-Tabelle heißt Mitarbeiter, und der Mitarbeiter aus der Boss-Tabelle heißt Boss. Und dann fügen wir sie so zusammen, ja? Also die Boss-ID vom Mitarbeiter mit der Mitarbeiter-ID vom Boss. Und wenn man das macht, da ist der Rename, um den es geht, dann kriegt man das als Ergebnis und können dann auch noch die Spalten umbenennen da. Und wenn wir das ausführen, dann sieht es so aus. Hast du aufgepasst? Ja, jetzt schreibst du ihn. Warum steht da 5? Warum steht da nicht 6? Es waren doch 6 Mitarbeiter. Ja, aber weil der oberste Obermacher Genau. Der hat keinen Boss, deswegen wird er nicht gelistet, ja? Das ist das Problem, das wir hier haben. Und wenn wir den sehen wollten, dann brauchten wir keinen Join, sondern dann müssten wir hier das Zauberwort Left Join schreiben. Das heißt, die linke Tabelle wird dann voll gelistet und rechts, wo dann die Bosse gelistet werden, da käme dann der Nullwert. Ja? Das heißt, da stünde dann 1 hat den Boss 0. Also NULL hat keinen Boss. Du kannst dir einen von deinen Fröschen nehmen. Was hältst du davon? Oder ein Eis oben. Ist noch was im Kühlschrank, glaube ich. Ja. Das ist die Mitarbeiter-Tabelle, die M-Tabelle, einmal gelistet. Und du siehst, dass manche von diesen Mitarbeitern denselben Boss haben. Ja, die 2 und die 3, die haben denselben Boss. Wenn du also diese Paare nimmst, aber nur den Boss betrachtest und dann sagst, Leute, die denselben Boss haben, sollen auf denselben Haufen, dann machst du solche Häufchen. Das ist eine Aggregation. Ja, ein Haufen von Dingen, die unter einer bestimmten Betrachtungsweise oder Projektion, Verengung auf einzelne Spalten, gleich sind, die kommen auf denselben Haufen. Und sie sind halt gleich, das heißt, jedes beliebige Element auf dem Haufen ist auch ein Repräsentant für den Haufen. Manche, eigentlich alle SQL-Produkte außer MySQL, brüllen dich an, wenn du den Haufen als Element benutzt. Wenn du also jetzt diesen Haufen hast hier, grob bei Boss-ID, aber auf die Amp-ID zugreifst, dann brüllen sie dich an. Das geht nicht. Du müsstest schon noch eine Auswahlfunktion drum wickeln. Sowas wie zähle, wie viel auf dem Haufen sind, oder any, also gib mir einen davon oder sowas in der Art. Und MySQL bisher hat sich da nicht drüber aufgeregt, sondern die sind halt gleich, dann gebe ich dir halt eins. Und das ist nach dem SQL-Standard sogar legal, aber das macht niemand außer MySQL und deswegen haben alle sich um MySQL rumgestellt und gesagt, ey, der ist anders, doof. Ja? Ist aber streng genommen nach dem Standard ausnahmsweise mal legal. Ist aber auch blöd, man findet so bestimmte Fehler nicht. Und deswegen gibt es einen Schalter in MySQL, den man anmachen kann, so wie Sicherheitsgurt anlegen halt, only full group by. Und der ist sogar an inzwischen in 5.7. Yay! Jetzt haben die sich einen Keks verdient. Jetzt haben die sich einen Keks verdient, ganz genau. Und das heißt, wenn du auf etwas zugreifen möchtest in einem Group By, dann musst du das, wenn es nicht Bestandteil des Group Bys ist, also des Haufenbildners, dann musst du da eine Auswahlfunktion drumherum wickeln, die dir dann sagt, oder Aggregatfunktion heißt das eigentlich, die dir dann sagt, also mit dem du der Datenbank sagst, was denn mit dem Haufen zu machen ist. Ja. Hier zum Beispiel ist eine von diesen Funktionen Count, ja, also zähl mir, wie viele Mitarbeiter auf dem jeweiligen Bosshaufen liegen. Und eine andere Funktion, die gibt es auch wieder nur in MySQL, die ist aber total cool, ist GroupConcat. Der nimmt einfach alle von dem Haufen, macht Kommas dazwischen und gibt die aus. Ich habe vergessen, mein Telefon das Maul zu stopfen. Das ist gut. Einen Moment mal eben. B
Bin ich denn zu hören, Matthias? Das kannst du mir jetzt ja sagen. Gut. Das heißt, hier wird der ganze Haufen aufgegeben, ausgegeben, also alle AMP-IDs mit Komma voneinander getrennt. Das ist fürs Debugging mitunter sehr nützlich und auch für viele Anwendungen sehr nützlich. Aggregation liefert also das. Ja, 0 ist ein Haufen, da ist nur der Chef drauf, ein Element. 1, Boss-ID 1 ist ein Haufen, der hat zwei Mitarbeiter, und zwar die Mitarbeiter mit den Nummern 2 und 3. Und 2 ist, also Boss 2 ist ein Haufen, da liegen drei Elemente drauf, und nämlich die Elemente mit den Mitarbeiternummern 4, 5 und 6. Ja, also nochmal, wir haben eine Algebra, das heißt, wir haben etwas mit einer Grundmenge, Tabellen, und mit Operationen sogar mehr als eine plus. Wir haben hier Selektion, Projektion, Join, Rename und Aggregation, Group By. Und alles das produziert wieder Tabellen. Zum Weiterrechnen müssen wir die Ergebnistabelle einer Query wieder in eine Query einsetzen können. Und das gibt's auch. Und dafür brauchst du Subqueries. Das heißt, du setzt das Ergebnis einer Query in eine andere Query ein. Und du kannst zum Beispiel hier eine Query haben, die liefert als Ergebnis einen Einzeiler, also eine einspaltige, ein Skalar sogar, eine einspaltige, einzeilige Tabelle. Und dann hast du eine andere Query und da setzt du das ein. Ja, also du selectest AID from A. Das sind die Sachen hier. Und daneben baust du halt hier umbenannt die andere Query daneben. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Da hast du in die Select, in den Select-Teil der Abfrage eine Query eingesetzt als Subquery. Du kannst es auch an anderen Stellen machen. Du kannst es auch in den From-Teil und in den Where-Teil machen. Und dann wird es alles immer noch ein bisschen komplizierter. Und ich will mich da gar nicht mit aufhalten. Wenn du das im Detail sehen möchtest, dann suchst du zum Beispiel sowas. Es gibt einen Begriff, der ist Group-Wise Maximum. Und es gibt einen Menschen, der heißt Jan Kneschke. Und der hat vor vielen Jahren mal Subqueries mit solchen Dingen erklärt. Das heißt, du suchst hier Group-Wise Max Kneschke. Und da findest du als Grundlage des Ganzen die... Du siehst gar nichts, Entschuldigung. Also das ist auf jankneschke.de, Group-Wise Maximum. Der arbeitet auf der Grundlage der World.sql Beispieldatenbank von MySQL. Das ist eine Liste von allen Ländern der Welt mit Bevölkerung, Hauptstädten und so weiter. Es gibt eine Country- und eine City-Tabelle. Und was er möchte, ist, er möchte wissen, welches ist das Land mit der größten Bevölkerung pro Kontinent und das und die Bevölkerung auch. Ja. Hier siehst du die größte Bevölkerung, das Land mit der größten Bevölkerung in Asien ist, hat diese Bevölkerung. Und dann fragt er jetzt die Länder ab, welches Land hat denn diese Bevölkerung? Das ist China. Und das möchte er aber in einer Query für alle Kontinente als Report haben. Ja, er macht hier eine Hilfstabelle. Da listet er für jeden Kontinent auf, was ist das Land, was ist die Bevölkerung des größten Landes? Diese Tabelle CO2. Und dann geht er durch die Country-Tabelle durch und guckt, wie heißt denn das Land, das genauso viele Leute hat wie das größte Land auf diesem Kontinent. Und dann gibt es hier eine Liste und man sieht, dass das schon ein bisschen schwierig ist. Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen, weil das sonst scrollt. So. Du siehst zum Beispiel, Antarktika ist unbewohnt, da gibt es verschiedene Länder und die haben alle die Bevölkerung null. Das heißt, jedes Land auf Antarktika ist das größte. Das heißt, es können mehrere Antworten kommen. Es können mehrere Länder das größte sein, wenn sie gleich groß sind. Und so kriegen wir hier diese Liste. Und jetzt, das war aber mit einer Hilfstabelle und jetzt möchte er das gerne als ein einziges Statement schreiben. Und dann geht er daher und findet verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel hier mit einer Subquery im From-Teil. Also diese Tabelle CO2, die hat er ja vorher mit CreateTable und Daten explizit erzeugt. Ja, create table select. Die Tabelle existiert und sie hat Daten. Und sie existiert auch noch, nachdem er mit seiner Query fertig ist.
Und er muss sie manuell wegschmeißen. Wenn man sie aber einfach in die Query mit reinschreibt, also da, wo in der einen Query oben CO2 stand, da hat er jetzt einfach das Select-Statement reingetan und das CO2 genannt, dann ist das dieselbe Query wie vorher, das funktioniert. Und er muss die Tabelle weder erzeugen noch wegschmeißen. Das tut die Query automatisch, während sie läuft. Das heißt, du hast im From-Teil der Query eine Subquery. Wir haben gesehen, hier können wir Subqueries haben. Wir sehen gerade, wir können auch hier Subqueries haben. Stellt sich raus, wir können auch da Subqueries haben, im Where-Teil. Und damit auch auf diese Weise das Problem lösen. Und so weiter und so weiter. Das muss man mal in Ruhe, deswegen will ich mich hier gar nicht da lange dran aufhalten, durchgehen und gucken, wie man auf diese Art und Weise egal an welcher Stelle ich die Subquery schreibe, wird mir auch die Pfeile in der Tabelle. Ja, in diesem speziellen Beispiel ist das so. Also wenn er sie braucht. Ja, ja, ja. Aber das sind Details, die dich auf dem Sprachlevel gar nicht interessieren müssen. Dafür ist es ja eine deklarative Sprache. Außer wenn sie es doch tun, nämlich auf dem Ausführungslevel, warum ist es langsam? Ja, interessierst du dich dann schon dafür, ob eine temporäre Tabelle erzeugt wird oder nicht? Also ob das Endresultat oder irgendwelche Zwischenschritte materialisiert werden müssen? Und noch mehr interessiert es dich, wenn diese Tabelle nicht als Temp-Tabelle im Speicher erzeugt werden kann, sondern auf die Platte muss. Dann ist nämlich alles schlimm. Da helfen nur schnellere Platten, also raus mit dem Rost und rein mit der SSD, ja, oder raus mit dem Temp-Table auf der Platte und oder auch auf der SSD und rein damit in den RAM-Disk. Alles böse, war ja nicht persistent. Ja. Der Punkt, um den es geht, ist, es ist eine Algebra und das mit dem Einsetzen hier macht überhaupt nur Sinn, wenn es eine Algebra ist. Und ich habe schon andere Abfragesprachen genannt, die keine Algebra sind und die deswegen nicht so wieder einsetzen können. In SQL kannst du beliebig komplizierte Queries zusammenbauen und wenn du was anderes benutzt als MySQL, sagen wir Postgres oder so, dann gibt es noch kompliziertere Sachen, da gibt es Common Table Sub-Expressions und solche Sachen. Da kannst du dir sogar einen Sudoku-Löser in einem einzigen SQL-Statement schreiben. Und du hast, wenn du versuchst, es zu verstehen, hinterher einen Knoten im Gehirn. Aber ja. Und es ist weiter deklarativ. Also die Datenbank überlegt sich einen Queryplan und löst dabei nebenbei Sudoku. Oder spielt Go. Nicht die. Ja, und es gibt halt andere Abfragesprachen, bei denen keine Algebra dahinter steht. Das heißt, du kannst das mit dem Einsetzen nicht machen. Und auch die Abfragesprache ist inkomplett. Und einer habe ich schon genannt, LDAP. Was ist der Datentyp von LDAP? Baum. Ein Baum, richtig, ja. Keine Tabelle, sondern ein Baum. Ja, und was ist das Ergebnis von LDAP? Das Ergebnis von LDAP sind Knoten. Ja, das heißt, du kriegst keine Dreiecke aus deinem Baum rausgeschnitten, sondern du kriegst Punkte aus dem Baum rausgeschnitten. Nicht das, was unter den Punkten hängt. Oder es sind gar sogar nur einzelne Attribute. Ja. Und von den Operationen, die du in SQL hast, von den 5 gibt es 1,5 in LDAP. Also es gibt im Wesentlichen Selektionen und die halbe Projektion. Du kannst einzelne Attribute abfragen, du kannst keine neuen synthetischen errechneten Attribute machen. Also du kannst nicht aus dem CN und der Liste der Os ein DN errechnen zum Beispiel in LDAP. Und deswegen ist LDAP eine unglaublich beschränkte Abfragesprache und du musst komplizierte Sachen immer im Client machen. Das heißt, ganz viel LDAP-Benutzung besteht im Wesentlichen aus, lade die Datenbank runter ins RAM, also vom LDAP-Server in den Client, ja, und mach dann im Speicher irgendwas, also schmeiß einfach alles außer dem, was ich behalten möchte, weg, nachdem ich es runtergeladen habe. Und mach dann mit dem Ergebnis irgendwas. Das ist zum Beispiel der Grund, warum du so viele LDAP-Slaves brauchst. Wenn du zum Beispiel damals, als ich klein war und du noch gar nicht geboren, da hatten wir ja nichts und wenn wir mehr versenden wollten, mussten wir Sendmail benutzen. Und man kann Sendmail so betreiben, dass er zum Beispiel Alias-Listen und Virtual-Domains-Listen und anderes Zeug aus dem LDAP holt
Und dann brauchst du aber für eine Mail-Zustellung mindestens 6 LDAP-Queries, manchmal auch 60.000. Und deswegen hast du neben jedem Sendmail erstmal eine LDAP-Slave gestellt. Also ein Replika. Das ist eine lange Geschichte, die zum Teil ein interessanter Rant ist und zum Teil, aber das würde jedenfalls zu weit führen hier. Das LDAP-Protokoll ist jedenfalls genormt und wird von ganz viel Blech gesprochen. Und das heißt, wenn du Blech mit was anderem als handgeklöppelten Passworten von zu Fuß füttern möchtest, dann besteht die einzige Lösung entweder aus Radius oder aus LDAP. Und deswegen musst du, auch wenn es weh tut, ganz viel Radius und LDAP machen, weil du sonst zu Fuß gehst. Ja? Stattdessen hast du zwar irgendwas Selbstfahrendes mit ganz viel offenen Teilen, dass wenn du nahe rankommst, frisst es dich auf und saugt dich ein, aber es ist immer noch besser als Laufen. Ja, aber ich kann ja dann das zu Fuß Laufen gegen SQL ersetzen. Bei dem Sendmail kannst du das, aber bei einer ELO-Authentisierung kannst du das nicht. Zack, hast du den LDAP. Ja, also ja, und das gleiche Spiel kannst du nochmal spielen mit XSLT und DOM-Trees. Ist wieder ein Baum als Datenstruktur. Und das Ergebnis, also der Input ist ein DOM-Tree oder sowas ähnliches. Bei XSLT ist es kein DOM-Tree im Sinne der Normen, aber sowas ähnliches. Und das Ergebnis ist ein Node-Set. Und es gibt dann XSLT-spezifische Erweiterungen, die man deklarieren muss, damit man sie verwenden darf. Aber jeder Vendor hat diese Vendor-Extension, die heißt nur bei jedem Vendor anders, mit dem du ein Subtree aus XSLT rausschneiden kannst und das kannst du dann wieder einsetzen. Und dadurch kriegst du rekursives XSLT hin und das ist wichtig, weil es dir jede Menge Power ergibt hinterher wieder. Das macht, glaube ich, trotzdem. Bitte was? Weniger als Kommentar. Ja, und auch weniger, also es ist weniger juckreizerregend als LDAP und es ist weniger Knoten im Gehirn als Commentable Sub-Expressions. Also es geht alles. Ich habe auch das, jetzt fühle ich mich schmutzig, ich habe auch das mal gemacht für Geld. aber da warst du auch noch nicht auf der Welt. Das habe ich nie getan. Ja. Okay. Das andere, was du hast, wir haben ja über Zeilen geredet, ja, also Zeilen sind so Tupel. Tupel schreibt man mit solchen Klammern. Und wenn du zum Beispiel sowas hast wie A gleich 1 und B gleich 1 in dieser Tabelle, dann kannst du das auch so schreiben. Ja, selecte mir ABC aus der Tabelle, wo das Tupel AB diesen Inhalt hat. Das ist dasselbe. Und dann kriegst du halt das. Du kannst auch das machen. Ja, hier hast du jetzt in, dann kommt ein Tupel von Tupeln. Und das ist dasselbe wie das. Und das liefert dir das. Soweit so klar? Gut, cool. Du kannst das auch umdrehen. Ja, also selecte mir ABC aus T, wo die Konstante 1 entweder in A, B oder C enthalten ist. Also durchsuche mir alle Spalten. Das ist wichtig, das ist, also wenn man sich den Syntaxbaum anguckt, was SQL so versteht, dann ist das auch sofort offensichtlich, aber die meisten Leute, wenn sie auf SQL gucken, sehen es nicht. Und dann kommt aber die Frage, wie kann ich denn das in einer beliebigen Spalte suchen? Die Antwort ist so. Ja, kannst du auch das auch so machen und das liefert dir 1 und 1 in benachbarten Spalten, also das. Geht auch. Ja? Also gut, das habe ich eben schon erklärt. Und damit sind wir damit erledigt. Das andere erkläre ich mit anderen Slides. Das mache ich. So. Gibt es dazu erstmal Fragen? Nicht? Gut.
Wenn man das verstanden hat, hat man schon mal 80% von SQL verstanden, jedenfalls von der Oberseite. Das ist gut. Wir wollen den ganzen Scheiß auf Platten malen, damit wir ihn auch wieder runterkriegen. Und dafür muss man ein bisschen Struktur drüber machen. MySQL tut das alles mit etwas, das nennt sich Storage Engine. Und Storage Engine gibt es verschiedene. Und die einfachste von allen, die niemand noch benutzen sollte, das ist MyESAM. Leider muss man die trotzdem noch benutzen, weil sie an einigen Stellen noch vorkommt. In 5.7 ändert sich das langsam. Eigentlich kann man inzwischen alles auf InnoDB umstellen. Dann hat man auch ein viel leichteres Leben, weil alles viel weniger wehtut. Viele unserer Kunden zum Beispiel haben noch Zeugs, das MyESAM-Tabellen verwendet. Und damit man damit klarkommt, muss man sich das leider erst einmal angucken. Ja, das ist die alte Default Storage Engine, die erzeugt sehr kleine Dateien. Und das ist gleichzeitig der Vorteil wie der Nachteil. Sie kann Volltextsuche machen, ziemlich schlecht, verwende Elasticsearch. Sie kann Geoinformationssystemoperationen machen, ziemlich schlecht, verwende Postgres. Sie kann ein paar wirre Dinge mit zusammengesetzten Primärschlüsseln machen, tut das nicht, das tut notlos weh. Und sie arbeitet mit Table Locks und das ist schlimm. Und deswegen wollen wir sie unter anderem auch nicht verwenden, aus vielen anderen Gründen auch noch. Du hast keine Transaktion, du hast keinen Log, das heißt, wenn dir eine Datenbankserver crasht, dann sind hinterher deine MyESAM-Tabellen in einem Zustand, dass sie repariert werden müssen. Und das Reparieren dauert länger, wenn du mehr Daten hast. Also die Recovery-Zeit einer Datenbank mit MyESAM-Tabellen ist proportional zur Menge der Daten. Das ist anders, also wie mit einem altes Extended-2-Dateisystem. Da dauert der File-System-Check auch länger, je größer es ist. Also eigentlich je voller es ist. Du kannst ein riesiges Extended-2-Dateisystem haben, es checkt sich sofort in 0, nix durch, wenn es leer ist. Und wie lange dauert es, ein gecrashtes Extended-3 oder Extended-4 zu checken? Das hängt nicht davon ab, wie groß das Dateisystem ist, das hängt davon ab, wie viele Daten im Flug waren, also im Log stehen, als es gecrashed war. Ja, es hängt also nicht von der Größe ab, sondern von der Benutzung. Also eigentlich von der Write Heaviness zum Zeitpunkt des Crashes. Und genauso ist es mit InnoDB auch. Das ist eine Datenbank-Engine mit Log. Und da dauert die Recovery nicht so lange, wie du Daten hast, sondern so viel, wie Daten uncommit, ungecheckpointed im Log standen, als du gecrashed bist. Und das ist in der Regel viel, viel, viel schneller. Und weil die Daten in MyESAM-Tabellen so gedrängt stehen, heißt das auch, dass wenn die Daten wachsen sollten oder verändert werden, dass du viel Fragmentierung hast. Und das heißt, es performiert wie scheiße. Insbesondere, wenn du schreibst. Die Tabellenstruktur in MyESAM sieht so aus, du hast die MyD-Datei, da sind alle Records drin. Und wenn Records gelöscht werden, sind Lücken, hier und hier zum Beispiel. Und dann hast du eine MyE-Datei und da sind alle Indexes drin. Ein Index ist ein B-Baum und in den Blättern des B-Baumes stehen dann Zeiger auf die Daten. Jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt, die wir erstmal klären müssen, damit wir verstehen, was das ist. Was ist ein Zeiger auf die Daten? Ja, ganz konkret. Ist ein Offset, ein Byte-Offset in diese Datei. Wenn die Records hier dynamische Länge haben. Es gibt tatsächlich verschiedene MyD-Formate, es gibt Dynamic. Da können die Records hier verschiedene Byte-Counts haben. Also wenn Strings drin sind, gibt es große und kleine Records, abhängig davon, wie lang die Strings sind, die du in deinem Record hast. Und es gibt Fixed-Length-Records. Wenn du zum Beispiel statt varchar char verwendest, ein char80 belegt immer 80 Bytes, auch wenn da nur Hallo drin steht, also nur 5 Bytes benutzt werden. Der Rest wird mit Spaces of all things aufgefüllt, 75 Spaces hinten dran. Und wenn du hier ein Fixed-Length-Record-Format hast, also wo keine variablen Anteile drin sind, dann ist der Zeiger auf die Daten auch eine Rekordnummer und kein Byte-Counter. Der wird dann intern nochmal skaliert, also mit der Rekordgröße multipliziert. Das heißt, abhängig von den zwei Sorten MyD, die es gibt, sind auch die Offsets im Index unterschiedlich. Das ist auch schon schlimm, aber anders. Weil hier beim Löschen von Records Lücken entstehen, gibt es in der Tabelle Free Space.
Und weil insbesondere bei Dynamic Records der Freespace in der Tabelle unterschiedlich lang ist, kann es sein, dass wir eine ganze Menge Freespace in der Tabelle haben, der nicht nutzbar ist, weil der Rekord, den wir jetzt gerade einfügen müssen, nirgendwo reinpasst. Und das rauszufinden kann lange dauern, weil wir erstmal gucken müssen, wo er passt, und MyESAM immer versucht, möglichst weit vorne einzufügen. Außerdem ist es natürlich so, wenn wir hier Freespace erzeugen und dann wieder Records einfügen, dann kommen die immer auf den frühestmöglichen freien Platz, warum auch immer. Und das heißt, das passiert dasselbe wie bei so einem alten MS-DOS-Dateisystem, wo du ja auch vorne die FAT hast und dahinter die Daten, und wenn eine Lücke entsteht, wird auch möglichst früh vorne eingefügt, und das ist eine einzige Fragmentierungsbaumaschine. Ja, so, und das haben wir hier auch. Ja? Und deswegen gibt es einen MySQL-Befehl, der heißt Optimize Table. Der macht auf diese Tabelle ein großes Log, das heißt, du kannst sie nicht mehr benutzen. Und dann kratzt er die Daten von der Platte und schreibt sie neu daneben. Und dann nimmt er das Log wieder runter und du darfst weiterarbeiten. Wenn du viele Daten hast, wie oft kannst du optimieren? Richtig. Was passiert, wenn du optimiert hast? Dann geht die Schredderei von vorne los und in der nächsten Woche kannst du es wieder machen. Okay. Nee, es gibt zwei verschiedene Sorten Vacuum, und die krasse Variante von dem Postgres Vacuum, die macht sowas Ähnliches. Die lockt aber ein bisschen weniger, hoffe ich. Ich habe nicht nachgeguckt. Die brauchst du auch nicht so oft. Wir kommen später, wenn wir über InnoDB reden, nochmal auf Postgres zu sprechen. Was Postgres macht, ist marginal schlauer. Also es gibt eigentlich nur eine Datenbank, die schlimmer ist vom Storage-Format als MyESAM. Genau, MongoDB. Und das ist ein echtes Achievement. Also ich meine, das kriegt man nicht zufällig hin, da muss man sich anstrengen. Das ist Absicht. Also unterstelle ich so, ich weiß es nicht. Gut. Dieser Zeiger in MyESAM-Daten, das ist ein Byte-Offset, und die Anzahl der Bytes in dem Offset ist variabel. Und sie war früher, bis vor MySQL 5, da warst du auch noch nicht geboren, da waren es 4 Bytes. Also das heißt, wenn eine Tabelle größer wurde als 4 Gigabyte, dann bekamst du Table Full. Auch wenn auf deiner Platte noch Platz war und alles. Und du musstest ein alter Table machen, das ist so ähnlich wie ein Optimize, und dabei diesen Zeiger größer machen. 4 Gigabyte umkopieren dauert fast gar nicht lange, gerade auf Rechnern von 2005 nicht. Da waren die Platten noch nicht so schnell. Und es hat sich nahezu niemand darüber geärgert, dass er während dieser Umkopiererei offline war. Trotzdem hat MySQL in seiner großen Weisheit ab 5.0 diesen Zeiger defaultmäßig auf 6 gestellt. Wenn du ein Create-Table oder Alter-Table-Statement machst, darfst du aber immer noch natürlich nicht die Größe des Zeigers direkt angeben, aber du kannst die Record-Size und die erwartete Anzahl der Records angeben, und dann rät er eine gute Zeigergröße. Die ist genau so groß, wie du denkst, dass sie sein würde. Und damit kannst du zum Beispiel kleinere Data-Pointer-Sizes erzeugen, bis runter zu einem Byte. Dann passen 255 Records bei Fixed-Size oder 52 Byte bei Dynamic-Records in deine Tabelle, und dann ist Table-Full. Das ist ein super Streich, den man anderen Leuten spielen kann, die nochmal MyESAM benutzen, und sie verdienen es. Ja, also hier mit Min-Rows, Max-Rows und Average-Row-Size kannst du dir da also so einen Byte-Data-Pointer erzeugen. Yes! So. Wenn du sowas machst hier, also wenn du eine Tabelle updatest und in der Tabelle gibt es ein Varchar-Feld, SumString, und das verdoppelst du in seiner Größe, dann braucht der Rekord jetzt mehr Platz. Den kriegt er natürlich nicht, weil ja daneben gleich der nächste Rekord steht. Was kannst du tun? Genau, du kannst den ans Ende der Tabelle verschieben. Dann hast du den nächsten Rekord. Der will aber ja nach hinten wachsen. Du hast aber gerade davor Platz gemacht. Das geht also auch nicht. Und das heißt, so wandern alle Records nach hinten, und vorne hast du jede Menge freien Platz. Dann brauchst du als nächstes ein Optimized Table. Das dauert aber lange. Also noch länger, weil du hast die Tabelle ja größer gemacht. Eine andere Möglichkeit ist es, den String zu splitten. Ja? Also die zweite Hälfte von dem String ans Ende von der Tabelle zu tun und hier an das Ende vom ersten String einen Zeiger zu machen, der heißt, da geht's weiter.
Das ist auch tatsächlich das, was Maisa macht. Das heißt, wenn du einen String mehrfach so vergrößerst und er so Verlängerungszeiger hast, dann hast du nicht etwa einen Disk-Seek pro Rekord, sondern beliebig viele. Das ist eine gute Frage. Das ist, eigentlich bin ich dir sehr dankbar, dass du die gestellt hast. Guck mal, dein RAM in deinem Rechner, das hat irgendwelche Zugriffszeiten in Nanosekunden. Als diese Zeichnung gemacht worden hatte, war ein RAM-Zugriff 83 Nanosekunden. Ja. Und ein Cache-Zugriff, das sind 5 Nanosekunden, und ein L1-Cache-Zugriff ist bei 1 Gigahertz, 1 Milliarde Taktzyklen pro Sekunde, ist ein Cache-Zugriff 1 Nanosekunde. Ja, und das ist auch ein Pixel hier. Und diese Harddisk, auf der die Daten gespeichert werden, die hat als Zugriffszeit einige Millisekunden. Nano ist wie viel? 10 hoch minus 9 Milliardstel. Milli ist 10 hoch minus 3. Der Unterschied ist 1 Million, ziemlich genau sogar, ja? Guck mal. Ich habe hier gerade fiese Dinge gemacht, einen Moment. Was auch immer. Eigentlich wollte ich hier hin und das machen. Das da sind 13 Millionen, also 13,7 Megapixel. Das ist ein Disk-Seek. Ja? Wenn wir also darüber reden, was MyESAM so tut, dann mit diesen String-Splits und so, dann weißt du also 13 Millisekunden für ein Disk-Seek? Das kann lange dauern. Wenn irgendwas nicht im RAM ist, dann ist das so ein bisschen so wie 17 und 4, ja? Du versuchst so Sachen aus dem RAM zu beantworten und wenn du dann mal auf die Platte musst, bist du tot. Also GZIP als Algorithmus ist ja schon ein bisschen Arbeit so. Und es ist schneller, einen Block von der Platte zu laden und zu entzippen, als 2 Blöcke von der Platte zu laden, die nicht nebeneinander liegen. Und das gilt auch für CPUs von 2003. So langsam ist das. Was tut jetzt eigentlich genau mehr weh? Indem ich hingehe und den String, den ich verdopple, dranhänge? Mhm. Oder indem ich den String splitte und einen Pointer mache? Das kommt darauf an. Ja, es ist so oder so eine blöde Idee. Ja, du kannst in der Situation, ja, du kannst mit diesen. Warum ist dieses Splitting entstanden? Aufgrund des Dateiformates. Du kannst mit diesem Dateiformat und der Logik, die dahinter steht, nicht gewinnen. Überhaupt nicht. Das ist der Grund, warum wir MyESAM nicht mehr benutzen. Wir reden gleich über InnoDB und InnoDB ist unglaublich kompliziert verglichen mit MyESAM. Und der Rechner muss unglaublich viel mehr tun verglichen mit MyESAM. Und du wirst sehen, wir sparen und sind schneller. Ja, also einfache Lösungen wie das hier sind keine einfachen Lösungen. Wir müssen auch nochmal über MongoDB reden. Also die sich erlauben, 40 Jahre Datenbank und Local Storage Erkenntnisse einfach zu ignorieren und zu glauben, damit davon zu kommen. Das hat mit Steinigen nichts zu tun. Das hat damit zu tun, ob man Daten auf die Platte gemalt kriegt. Ja, und zwar verlässlich und darüber Aussagen machen kann. Ja, also ich sag ja nicht, die sind scheiße, weil mir deren Gesichter nicht gefallen. Ich sag, die sind scheiße, weil das, was sie da machen, nicht funktioniert. Und schon bei gutem Wetter nicht. Aber wir sehen es gleich. So. Nee. Nee. Ja. Aber auch Redis malt auf die Platte und kann es nicht. Okay. MyESAM hat noch ein anderes Problem. MyESAM sagt, einzelne Statements sind atomar. Und damit meinen sie, während ein Statement an der Tabelle rumfummelt, kann es kein anderes tun.
Damit sagen sie nicht, wenn ein Statement an der Tabelle rumfummelt, ist das ganze Statement gelaufen oder nicht gelaufen. Wenn du also ein Statement hast wie dieses hier, ja, aktualisiere eine Tabelle T und zähle die Spalte Counter um einen hoch und da sind 1 Million Rows. Und nach 500.000 Rows ziehst du den Stecker. Dann sind vielleicht keine, vielleicht 500.000 oder vielleicht 1 Million Rows geupdatet worden und die Änderungen sind vielleicht auf die Platte geschrieben worden oder auch nicht. Aber du weißt auch nicht, welche Hälfte der Rows angefasst worden ist. Und es gibt keine Möglichkeit festzustellen, in welchem Zustand deine Daten sind. Du darfst auch wegschmeißen jetzt. Ja, auch wenn der File System Check, also der Repair Table gelaufen ist, kann da ein halbes Statement gelaufen sein. Und damit sind die Daten im Arsch. Und es ist auch mit einem Repair Table nicht mehr zu reparieren. Das interessiert nicht. Das interessiert. Sehr schön. MyESAM macht Table Level Logs. Und es gibt zwei Sorten von Logs. Es gibt X-Logs oder Write-Logs und es gibt S-Logs, Share-Logs oder Read-Logs. Wenn du schreibst, holst du dir ein X-Log auf die Tabelle und dann hast du das Log für die ganze Tabelle und niemand kann die Tabelle lesen oder schreiben außer dir. Wenn du dir eine von der Tabelle lesen möchtest, holst du dir ein S-Log, dann kann niemand die Tabelle verändern, aber andere dürfen ebenfalls lesen. Und in MyESAM ist es jetzt so, dass Schreibzugriffe Vorrang vor Read-Zugriffen haben und dass bestehende Logs Vorrang vor gewollten Logs haben. Das kann man ändern mit einzelnen Statements, aber das ist gar nicht der Punkt. Das hier ist ein cooles Problem. Du bist die, was weiß ich, du bist die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche Zeitung oder was auch immer. Du hast so einen Immobilienmarkt und auf dem Immobilienmarkt gibt es viele Queries, die schnell sind. Ja, finde mir alle Häuser von, nehmen wir mal München, von 1 bis 2 Millionen im Preis. Oder Berlin, also von 100.000 bis 200.000 im Preis oder sowas in der Art. Und du hast andere Queries, die sind langsamer. Finde mir alle Wohnungen in 20 Kilometer Umkreis. Und diese Queries dauern 4 Sekunden, die langsamen. Und jetzt hast du eine Update-Schleife, da hast du also irgendein ein Array. Und dieses Array gehst du durch und für jedes Element des Arrays machst du ein Insert-Statement, mit dem du Sachen in die Tabelle einfügen möchtest. Diese Schleife dreht so schnell, wie du deine einzelnen Insert-Statements durchkriegst. Du machst ein Insert, das Insert wartet, bis es dran ist, das Insert ist dran, die Schleife dreht in die nächste Umdrehung und erzeugt das nächste Insert-Statement und führt es dann aus. Soweit verständlich. Gut. Jetzt hast du Queries, die laufen, die haben S-Logs, das sind Selects. Und um zu schreiben, brauchst du ein X-Log und das kannst du nur kriegen, wenn du auf der Tabelle allein bist. Du kannst das X-Log also nicht kriegen, solange noch Queries laufen. Laufende Queries werden nicht weggeschossen. Das heißt, du wartest im Zweifel bis zu 4 Sekunden, bis dein Insert kommt. Du hast also ein Insert in der Prozessliste, da steht vorne in der Spalte State steht Locked. Außerdem kommen andere Queries aus dem Webinterface und das sind schnelle Select-Queries. Wenn wir die durchließen, würde das Insert nie sein X-Log kriegen. Und Writes haben halt Vorrang vor Reads, das heißt, die stehen auch alle in Locked. Das Insert wartet, dass die S-Logs, die bestehen, weggehen. Und die anderen Selects, die stehen auf Locked und warten, dass das Insert mit seinem X-Log weggeht. Das heißt, du guckst in Show Process List und da stehen 400 Queries in der Prozessliste, alle Locked. Dann geht die letzte langsame Query weg, das Insert kriegt seinen X-Log. Das da geht ganz, ganz schnell. Und dann kommen die 400 wartenden Select-Queries, alle dran, sind auch weg. Dann dreht die Vorschleife weiter, erzeugt das nächste Insert-Statement. Kommt es durch? Nein. Denn die 400 Queries, die da stehen, die haben ja jetzt alle ein S-Log gekriegt. Und eine von den 400 Queries wird wieder eine langsame sein und 4 Sekunden dauern. Wie schnell dreht diese Schleife? Alle 4 Sekunden tickt sie durch. Eigentlich ganz offensichtlich. Ja, man kann da aber ziemlich lange dran rumdebuggen, wenn man nicht versteht, wie das mit dem Logging geht in der Datenbank. Ja. Und was du machen kannst, ist vor der Schleife ein Log-Tables machen und dir die Tabellen, die du beschreiben möchtest, mit dem Write locken. Dann hältst du quasi den ganzen Query-Betrieb an, dann rast die Insert-Schleife durch
Und dann machst du ein Unlock-Tables und alles ist gut. Noch schlauer ist, du schmeißt das MyESAM weg, machst InnoDB, dann hast du das Problem nicht. Ja, das ist das so, was es zu MyESAM im Schnelldurchlauf zu wissen gibt. MyESAM macht für den lesenden Zugriff ein komplettes Table-Log an der Stelle, ja. Ein S-Log. Ja. MyESAM kann Logs nur auf die ganze Tabelle machen. Ja, das ist so ähnlich wie SQLite, das macht einen Log auf die ganze Datenbank, nicht nur auf die Tabelle. Und altes MongoDB hat einen Log auf den gesamten Server gemacht, also alle Schemata. Neueres MongoDB hat dann einen Log auf die ganze Datenbank gemacht. Noch neueres MongoDB macht jetzt einen auf Collection, heißt das, glaube ich, statt Table. Ist also sukzessive besser geworden. Also jedes Mal, wenn man bei den MongoDB-Leuten vorbeigeht und sie ordentlich verprügelt, dann kommen sie auf eine marginal kleinere, dümmere Idee. Das ist ein Debugging-Werkzeug. Ja? Das ist Entwickler. Und wenn er fragt, warum, die andere Seite. So. Das hilft. Es gibt spätestens mit MySQL 5.7, das ist die aktuelle Version, die sollte jeder einsetzen, gibt es keinen Grund mehr, MyESAM noch einzusetzen. Überhaupt keinen. Es hat nur Nachteile. Große Nachteile. Und der einzige Grund, MyESAM noch einzusetzen, ist halt Faulheit. Also tu's nicht. Das bezahlst du sonst blutig mit durchwachten Nächten vor kaputten Servern. Bis einschließlich MySQL 5.6 gibt es auch noch Memory Tables, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und zwar selbst dann, wenn man sie nicht benutzt. Weil wenn man sich einen MySQL Query Plan anguckt, dann steht da manchmal Using Temporary. Das heißt, es wird der Result Set materialisiert, bevor er ausgegeben werden kann. Materialisiert heißt, es wird eine Tabelle im Server erzeugt und etwas mit dieser Tabelle gemacht. Und das Machen erzeugt dann die eigentliche Ergebnistabelle, die du siehst. Eigentlich möchte MySQL Query Resultate streamen, also ausgeben, während es sie erzeugt. Aber das geht nicht immer. Und wenn du siehst Using Temporary, dann geht es nicht. Dann muss er sie materialisieren. Und diese materialisierten Tabellen sind, wann immer möglich, Memory-Tabellen. Und wenn nicht, dann wird intern eine MyESAM-Tabelle erzeugt. In MySQL 5.7 werden materialisierte Temporary-Tabellen als InnoDB-Tabellen erzeugt. Und zwar sogar als eine besondere Sorte InnoDB, wenn du das möchtest. Nämlich eine, die nicht so ACID ist wie normale persistente InnoDB-Tabellen und deswegen viel schneller sind. Wann schafft er es nicht, eine Memory-Tabelle anzulegen, wenn die Daten groß dran sind? Erklären wir gleich. Wenn du von Hand Memory-Tabellen anlegst, kannst du das auch tun. Du kannst sagen, create table bla bla bla, engine memory. Und damit hast du dich mehrfach gleich in den Fuß gehackt. Einmal erkennst du es, dass wenn du eine Tabelle anlegst, erzeugt MySQL auf der Platte immer eine Format-Datei, dieses FRM. Das ist die Tabellenbeschreibung. Und daneben steht dann in der Regel ein oder mehrere Datendateien, wo die Daten und die Indizes drin sind. Eine MyESAM-Tabelle hat neben der FRM-Datei eine MyD und eine MyI-Datei liegen. In InnoDB hast du daneben dann eine IBD-Datei liegen. Und in Memory hast du keine Datei liegen, weil die Daten im Speicher stehen. Weil MySQL immer eine FRM-Datei braucht, damit du überhaupt eine Tabelle hast. Okay. Ist egal, woraus die Tabelle besteht, du brauchst die FRM-Datei als Format-Description, weil das ist die Tabelle. Also auch Tempo-Tabellen? Ja, genau. Die heißen dann nur Punkt, Hash, wirre Zahl, Punkt, FRM. Und deswegen siehst du sie nicht. Ja, dann siehst du sie in der Tat, genau. Die Memory Engine verwendet Table Logs, genau wie MyESAM. Da es eine Memory-Tabelle ist, geht das mit dem Loggen einen Tick schneller, also auch das mit dem Schreiben geht einen Tick schneller, deswegen tun die Logs nicht ganz so weh. Aber du kannst dich auf einer Memory-Tabelle, wo viel Writes stattfinden, trotzdem totloggen. Auch wenn es dafür keinen Grund gibt, weil es Memory ist und es nicht müsste. Ja, also. Nein, es ist kein MyESAM. Es ist die Memory Engine, es ist ein komplett anderes Storage Engine. Aber es, auch die hat ein Pro-Table-Log und alle Zugriffe müssen durch dieses Log. Ich muss mich da mal kurz abholen. Ich meine, du hättest vorhin gesagt, dass in Memory-Tabellen MyESAM. Nein, ich sagte, in Memory-Tabellen versuchen Memory zu sein und wenn sie nicht Memory sein dürfen, werden sie MyESAM und auf die Platte geschrieben. Ah, hm? So.
Das andere ist, wenn du Indizes hast auf der Tabelle, dann sind es bei MyISAM-Tabellen B-Tree-Indexes, also Bäume. Und da sind sie bei Memory-Tabellen per Default nicht, da sind es Hashes. Hashes haben aber ein ganz anderes Performance-Verhalten als B-Tree-Indexe. Insbesondere degenerieren dir Hashes, wenn deine Tabelle auf der indizierten Spalte keine Selektivität hat. Wenn du also eine Spalte hast Geschlecht und du legst dir einen Index da drauf, dann ist das für ein B-Tree schon schlecht, aber für ein Hash tödlich. Weil Hash erzeugt halt für jeden möglichen Wert dann eine Liste, die an dem Hash dranhängt. Bei Geschlecht gibt es zwei oder drei Werte. Also männlich, weiblich, weiß nicht. Also das wäre 0. Ja, also M, F oder 0. Oder du sagst halt not 0, dann gibt es zwei Werte M und F. Das heißt, du hast zwei lineare Listen und hinter der M-Liste hängen alle Jungs und hinter der F-Liste hängen alle Mädchen bei einem Hash. Das degeneriert dann in eine lineare Liste und die performt wie Scheiß. Du kannst bei Memory-Tabellen auch B-Tree-Indexes kriegen, aber die musst du bestellen. Die gibt's nicht automatisch. Das ist aus der Sicht des Verhaltens von Speicher sogar sinnvoll. Hashes sind im Speicher meistens sinnvoller als B-Trees. Aus der Sicht der Daten kann es dich aber umbringen. Nämlich, wenn deine Daten eine geringe Kardinalität haben, es also wenige verschiedene Werte gibt, oder deine Queries eine geringe Selektivität haben, also du viele gleiche Werte haben möchtest, dann ist es unter Umständen sinnvoll, trotzdem, obwohl es Memory ist, ein B-Tree zu haben. Wenn du das Verhalten möchtest wie auf der Platte, weil du die Hash-Tabellen untergeschoben bekommst als Ersatz für Plattentabellen, dann musst du den B-Tree nehmen, sonst hast du plötzlich durch die Hashes komplett andere Zugriffsmuster. Die Memory Engine kann keine Typen variabler Länge. Das ist einfach nicht da. Ja, also du kannst nicht ein Varchar in der Memory-Tabelle haben und die Memory Engine konvertiert das in einen Char. Wenn du also in deiner Table-Definition ein Varchar 255 Charakterset UTF-8 hast, dann ist das zwischen einem und 765 Bytes lang, weil ein UTF-8-Zeichen bis zu 3 Bytes belegen kann. Und ein Varchar 255, also 765 Bytes lang werden könnte. Es belegt nur so viele Bytes, wie der String wirklich lang ist. Also Hallo sind 5 Bytes von 765. Die Memory-Tabelle kann das aber nicht. Das heißt, du kriegst jetzt einen Char 255 Charakterset UTF-8. Das heißt, der braucht pro Row 765 Bytes. Auch wenn davon immer nur 5 benutzt werden und die anderen 760 mit Spaces gefüllt. Wenn deine Memory-Tabelle größer wird als eines von zwei Limits, es gibt zwei, damit es verwirrender ist, nämlich Max-Heap-Table-Size und Temp-Table-Size, dann muss die Datenbank sie in eine MyISAM-Tabelle umwandeln. Also wenn das kleinere von diesen beiden Werten überschritten wird. Deswegen setzt man sie immer beide auf denselben Wert. Einmal die beiden Faktoren erklären. Die Engine selber hat ein Limit, ein Größenlimit für Tabellen. Das ist die Max-Heap-Table-Size. Und die Engine wird benutzt von der internen Temp-Table-Engine, die gebraucht wird, um Queries zu resolven, die Resize-Sets materialisieren müssen. Die also intern temporäre Tabellen, also die hat auch ein Limit davor, Temp-Table-Size. Das heißt, wenn die Tabelle größer wird als Temp-Table-Size, geht sie als MyISAM auf die Platte. Wenn die Tabelle nicht als Memory-Tabelle existieren kann, zum Beispiel weil sie zu groß ist, geht sie auch auf die Platte. Zwei Limits, selbe Wirkung. Wenn die Tabelle einen Datentyp enthält, also irgendwas mit den Worten Text oder Blob im Datentypnamen, kann sie auch nicht als Memory-Tabelle erzeugt werden, muss sie auch auf die Platte. Was spricht gegen Blobs? Die Engine kann es nicht. Du kannst Memory nicht benutzen, wenn ein Blob vorkommt. Dann wird es also die Temp-Table, die du siehst bei Using Temporary, geht immer auf die Platte. Ja? Also die Memory-Engine ist eine feine Sache, weil manche Queries lassen sich nur mit Temp-Tables resolven. Aber manchmal kannst du die Memory Engine schlicht nicht benutzen, weil sie bestimmte Dinge nicht kann. Dann ist es doof, weil das bedeutet, dass zum Resolven deiner Query die Plattenlampen flackern müssen. Und darüber haben wir gerade geredet, das ist eine Million Mal langsamer, als wenn sie nicht flackern. Das ist die, ja, Fusion IO für alle, das ist die Magento-Argumentation. Ne? Ich möchte meinen Index ja nicht modernisieren, ich möchte lieber meinem Hoster Milliarden geben, damit der den langsamen, also den Scheißcode mit mehr Hardware fliegen lässt. Ne? Ich
kann es jedem erzählen, sie ändern es trotzdem nicht. Es ist voll super. Ja? Also ich bin nett zu denen gewesen und ich war offen und die machen mich trotzdem reich. Ist doch klasse. Ja? Also gerade Magento, ich meine, das benutzt ja auch niemand, außer er will Schmerzen haben. Ah, gut. Hier, Max Heap Table Size und Temp Table Size. Ah, wenn du etwas aus einer Temp Table löscht, aus einer Memory Table, meine ich, dann gibt er das RAM nicht frei. Er benutzt es wieder, wenn du wieder Sachen einfüllst, aber die Memory-Tabelle, wenn du mit Create-Table Engine Memory Zeugs erzeugst, die belegt immer nur mehr RAM, niemals weniger. Und du müsstest ein Optimized Table, also ein alter Table von Memory auf Memory, das ist dasselbe wie Optimize, machen, um den das, also wird der Inhalt umkopiert, eine neue Memory-Table erzeugt und die alte Table weggeschmissen. Und dadurch wird der Speicher wieder frei. Aber kurzzeitig brauchst du zweimal Speicher. Also nein, wenn du die Tabelle droppst, wird der Speicher freigegeben. Wenn du die Tabelle löscht, also delete from where 1 gleich 1, dann wird der Speicher nicht freigegeben. Das macht total Sinn. Wenn du weißt, wie malloc arbeitet intern, das ist gut. Von der Performance-Seite her, von der Speichermanagement-Seite nicht. Kauf einfach mehr RAM. Ja, kauf einfach mehr RAM. Oder benutze nicht Memory. Ich kaufe mehr RAM. Ja. Ja, Memory-Tabellen existieren noch nach einem Server-Restart, ja, also Service MySQL Stop, Service MySQL Start. Die Memory-Tabelle ist noch da, aber sie ist leer. Wenn du das auf einem Master machst, dann ist die Tabelle auf dem Master leer, aber auf dem Slave hast du den Server nicht neu gestartet, da ist sie nicht leer. Was kannst du tun? MySQL macht es so, wenn du den Server neu startest, und er ist ein Master, dann schickt er an alle seine Slaves, lösche die Tabelle. Dann ist es auch auf den Slaves leer. Das ist konsistent. Das ist das Fake Delete hier. Und was viele Leute machen, um nach dem Start eine volle Memory-Tabelle zu haben, ist, sie haben eine Option Init-File, gleich Autostart-SQL in ihrer my.conf. Und da steht dann drin ein Insert into Memory-Tabelle, select alles Mögliche aus einer Plattentabelle. Das heißt, lade die Daten in die Tabelle. Hm? Wenn dich das stört, benutze nicht Memory. Eigentlich benutze nicht Memory. Das musst du auch nicht. In 5.7 gibt es keinen Grund mehr, Memory zu benutzen. Das ist ein guter Grund, 5.7 zu benutzen, also zu upgraden. Ja. Ah, das ist doch, das ist nützlich. Das ist nützlich. Du kannst hier so ein Show Global Status machen und da kannst du dir die Variablen angucken, die mit Created Temp irgendwas Tables zu tun haben. Da gibt es zwei Variablen. Die eine heißt Created Temp Disk Tables und das andere sind Created Temp Tables. Jedes Mal, wenn du ein Result Set materialisieren musst, wird eine Temp Table erzeugt und dieser Zähler Created Temp Tables tickt hoch. Wenn die Tabelle erzeugt werden muss und sie kann nicht als Memory Table erzeugt werden, dann geht auch dieser Zähler hoch. Das hier ist okay-ish. Das ist halt Load, da müssen wir durch. Das hier ist eher blöd. Weil da haben wir eine Temp Table erzeugt, hier haben wir eine Temp Table erzeugt und die Platte blinken lassen. Schlecht. 1 Million mal langsamer. Ja, das heißt, du guckst dir einmal an, wie viele Temptables pro Sekunde erzeuge ich überhaupt. Wenn das weniger als 100 sind, interessiert es nicht. Wenn du viele Temptables pro Sekunde erzeugst und mehr als 10% davon Disk-Temptables sind, dann solltest du mal einen Blick auf dein SQL werfen. Du kannst das Temp-Dir bestimmen und du kannst das Temp-Dir auf eine Platte legen, die nicht langsam ist. Ja, eine RAM-Disk oder eine SSD oder sowas in der Art. Wenn du schlau bist, hast du das gemacht. Noch besser wäre, du frisierst dein SQL so, dass es nicht nötig wird. Ja, gut. Das war der Schnelldurchgang für die beiden obsoleten Storage Engines. Ja, den muss man mal so haben, damit man weiß, wie scheiße früher alles war und wie toll zum Beispiel 5.7 ist, weil wir es da alles nicht mehr brauchen. Jeder, der bei Verstand ist, upgradet auf die aktuelle MySQL-Version und schiebt dann den alten Scheiß raus, denn er tut notlos weh. Viele Kunden verstehen das nicht und es ist unsere Aufgabe, ihnen das zu erklären, denn sie werden glücklicher und zufriedener und erfolgreicher und reicher und schöner, wenn sie das machen.
NODB Storage Engine ist eine richtige Storage Engine. Das heißt, sie hat Transaktionen, die Transaktionen sind sogar per Default ACID. Die Storage Engine ist meistenteils lockless. Das heißt, Queries können einander nicht blockieren, wenn sie gleichzeitig laufen. Und an allem möglichen kleben Prüfsummen dran. Und es gibt eine sinnvolle Crash Recovery. Was ist ACID? ACID ist atomar. Ein Statement läuft oder läuft nicht ganz. Also ganz oder gar nicht. Und sogar dann, wenn du der Datenbank mittendrin den Saft wegdrehst, ist das so. Also wenn du dieses Update in 1 Million Rows und die Spalte Counter möchtest du in 1 Million Rows um einen hochzählen und nach 500.000 Updates ziehst du den Stecker. Das klingt jetzt gerade für mich so irgendwie so eine Transaktion. Ja, Transaktion, genau. Ah. Ja? Konsistent. Ja? Isolation, die Transaktionen sind für andere nicht sichtbar, bevor sie fertig sind. Und durable, die Sachen, wenn die Datenbank behauptet, die Sachen sind auf Disk, dann sind sie auch auf Disk. Nicht halb auf Disk oder sowas in der Art, ja? Oder die ersten 50 von 200 Blöcken wurden geschrieben und der 51. zur Hälfte. Ja, das ist nicht das ist nicht durable. Man kann das alles abschalten, dann ist es wieder kaputt. Das machen wir sogar an einigen Stellen. Das ist nicht schön. Bei 5.7 nicht mehr, nein, gar nicht. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, wenn man zum Beispiel OpenUI-Tabellen hat oder sowas. Du tust dir notlos weh. Wir werden das gleich noch sehen. Ja, also alleine schon einmal in Repair-Table laufen, was dir auch bei Read-Only passieren kann. Und du hast nur Nachteile. Wie mache ich eine NODB-Tabelle? Ich sage Table blablabla und sage hinten, ich hätte sie gerne als NODB. Und das ist seit einiger Zeit jetzt schon der Default. Du musst dich also anstrengen, damit du es nicht mehr kriegst. Das heißt, du verwendest eine alte Version von MySQL oder du hast absichtlich den Default verdreht. Oder du kaputte. Genau. Ja, und eine existierende Tabelle kannst du in NODB umwandeln, indem du sagst, alter Table, Engine gleich NODB. Dann wird sie umkopiert. Im neuen Format. Das stimmt schon nicht mehr. Früher hat MySQL in der NODB Storage Engine keine Volltext-Indizes unterstützt. Das tut es jetzt. Sogar besser als in MyESAM, aber immer noch schlechter als Elasticsearch. Benutzt das nicht. Und früher hat NODB keine Geoinformationssystem-Datentypen, also Points und Polygone und sowas, unterstützt. Das tut es jetzt. Und inzwischen sogar besser als MyESAM. Aber Postgres kann es immer noch besser. Benutzt Postgres, wenn du ernsthafte GIS-Arbeit machen möchtest. Du hast Transaktionen, das heißt, du darfst sagen Start Transaction, dann sagst du, was es für eine Transaktion ist, dann machst du dein Zeugs und dann sagst du Commit. Du darfst auch sagen Begin oder Begin Work, aber das solltest du nicht. Das startet zwar eine Transaktion, aber du kannst bei dieser Syntax, die es da gibt, nicht sagen, was für eine Transaktion das ist. Nur bei Start Transaction kannst du sagen Start Transaction Read Only oder Start Transaction Read Write. Und das ist aus zwei Gründen wichtig, dass du das sagst. Der erste ist, das ist wichtig, weil Read Only Transaktionen weniger kosten als Read Write Transaktionen. Das ist nützlich, aber nicht so wichtig wie der andere Grund. Der andere Grund ist, wenn du Start Transaction sagst, beginnst du eine Transaktion und jetzt müssen alle Folgestatements hier auf demselben Server laufen, wenn du Replikation benutzt zum Beispiel. Wenn du also einen MySQL-Proxy einsetzt und der MySQL-Proxy guckt sich deine Queries an, dann schickt er die ja entweder, wenn es Read-Queries sind, zu einem Slave oder wenn es Write-Queries sind, zum Master. Wenn es eine Transaktion ist, dann muss er, wenn er das Start Transaction sieht, entscheiden, wo er das hinschickt. Und wenn er nicht weiß, ob es Read-Only sein wird später mal, dann muss er es zum Master schicken. Das heißt, alles das, was heißt Begin oder Begin Work oder Start Transaction ohne Angabe oder sowas in der Art, das könnte ein Write werden und muss deswegen zum Master. Nur wenn du sagst Start Transaction Read-Only, kann er erkennen, ich verspreche hiermit hoch und heilig, es werden keine Writes kommen und schickt die restliche Transaktion geschlossen zu einem Slave. Und wie macht Begin Work das? Begin Work
Begin Work ist eine veraltete Syntax, an der nicht dran steht, ob es ein Read-Write oder ein Read-Only wird. Das heißt, das erkennt dann erst der jeweilige Node, nachdem er angefangen hat, diese Query abzunehmen. Nein, es muss immer zum Master gehen, weil wir das Schlimmste annehmen müssen. Genau, richtig, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ja. Begin und Begin Work sind dasselbe wie Start Transaction Read Write. Okay. Und Read Only Transaktionen kannst du so nicht starten, aber nur Read Only Transaktionen kannst du zu einem Slave schicken. Wir haben Isolation, das heißt, die Änderungen, die du hier machst, die sind unsichtbar für alle anderen. Bis zum Commit, da werden sie schlagartig geschlossen, also alle Sachen, die du da drin machst, werden atomar geschlossen, sichtbar, in dem Moment, wo du Commit machst. Darüber reden wir gleich. Und du kannst statt Commit auch Rollback sagen und dann wird der ganze Quatsch, den du hier gemacht wirst, zurückgebaut und dann ist es nie passiert. Nett, dass wir drüber geredet haben, aber nö, ist nicht. Tatsächlich ist es sogar so, dass auch die Datenbank von sich aus sagen könnte, Rollback, so mitten in der Transaktion. Und darauf musst du vorbereitet sein und dann zurück an den Anfang der Transaktion springen und es nochmal machen. Die meisten PHP-Frameworks erkennen das nicht korrekt und wenn die Datenbank zwischendurch mal kurz auflegt, Rollback macht und wieder anfängt, dann explodiert dir dein Code. Das passiert sehr wenig häufig, deswegen merken die meisten Leute das nicht, dass ihr Framework kaputt ist. Wenn du das in Python machst, kann es nicht passieren. Python haut dir kurz aufs Maul und schickt dich nach vorne mit einer Exception. Wann macht die Datenbank das? Wenn man Konflikte gibt. Die Konflikte heißen Deadlocks und wenn es die gibt, wird eine von zwei Transaktionen, die miteinander konflikten, zurückgerollt. Ja. Bei Galera kann es sehr häufig passieren und deswegen funktionieren die meisten PHP-Frameworks mit Galera eher nicht so gut. Zum Glück ist OpenStack in Python geschrieben, wenigstens mal eine Sache, die gut ist. Leider benutzt OpenStack Python falsch, das ist dann wieder scheiße. Nein. Also Python macht es richtig, aber OpenStack hat es dann geschafft, es trotzdem zu verkacken. Also unter anderem kann Galera zwischendurch auch mal auflegen, also richtig die Verbindung trennen und du müsstest dann reconnecten und durch einen Load Balancer würdest du dann sogar eine andere überlebende Galera-Nutze sprechen können. Aber OpenStack hat diesen Reconnect-Mechanismus von Python absichtlich kaputt gemacht. Und das heißt, wenn das Galera zwischendurch einmal Schluckauf hat, musst du alle OpenStack-Komponenten, und es sind ein paar, einmal manuell durchtreten, damit sie sich reconnecten. Okay, warte, warum haben sie das getan? Darüber rede ich jetzt nicht, sonst bin ich 20 Minuten am Schimpfen. Okay. Ist die Antwort Bleifarbe im Kinderzimmer? Einmal ist es noch einmal, okay, dann klappt doch jetzt zu. Ja. Das Problem tritt auf einem MacBook Air mit VirtualBox und drei Instanzen in VirtualBox im St. Oberholz nicht auf. Diskussion lieber auch. Ja, okay. Per Default hat MySQL Auto-Commit an. Das heißt, jedes Statement, das du machst, ist in einer Transaktion, die du nicht siehst. Eine Read-Write-Transaktion offensichtlich. Und das Semikolon am Ende vom Statement ist das Commit, das du nicht zu schreiben brauchst. Du kannst, wenn du Oracle verhalten möchtest, Auto-Commit ausschalten, ja, indem du hier eine Null hinschreibst. Und dann bist du immer in einer Transaktion und musst immer in ein paar Abständen Commit tippen, damit deine Änderungen auch committed werden. Oder du lässt es so, wie es ist. Wenn du im Default-Zustand bleibst und sagst Start Transaction, dann machst du eine explizite Transaktion auf und dann bleibst du in deiner expliziten Transaktion, solange bis du Commit sagst und dann bist du wieder im Auto-Commit-Modus. Das heißt, du kannst das auch so lassen. Ist in Ordnung, das tut das Richtige. Postgres hat auch Transaktionen, die CreateTable und AlterTable, DropColumn und solche Sachen umfassen. Das heißt, du kannst in der Transaktion so ein AlterTable-Statement machen und dann Rollback sagen. Frag nicht, das ist ziemlich aufwendig, was die da tun. Da sind sie auch sehr stolz drauf, dass das geht. Mir ist keine andere Datenbank bekannt, einschließlich der ganzen teuren kommerziellen Produkte, die das kann. Und auch MySQL kann das nicht. Das heißt, wenn du ein Create-Table oder Alter-Table-Statement machst oder ähnliche Dinge, die DDL sind, also Data Definition Language, Tabellen verändern, dann ist das so, als stünde vor diesem Statement ein unsichtbares Commit. Was?
das macht das Leben sehr viel einfacher in der Implementierung. Und es macht außer Postgres niemand. Postgres bezahlt da auch ziemlich teuer für. Es ist cool, das muss ich zugeben. Es ist sehr, sehr cool. Aber man braucht den ganzen Vacuum-Scheiß und Versionen behalten von Tabellen und alles, den Postgres hat. Und da bezahlen sie performancemäßig mit allem anderen, was sie tun, dran. So, das ist das, was passiert. Warum können wir ein Rollback machen? Du hast eine Tabelle, diese Tabelle heißt T, und sie hat zwei Spalten, eine Spalte ID, 1, 2, 3, und eine Spalte D für die Daten, und da stehen die deutschen Zahlen 1, 2, 3 als Worte drin. Außerdem gibt es unsichtbar Transaktionsnummern, und diese Transaktionsnummern sind nie gleich, sondern eigentlich immer hochzählend, sind irgendwelche internen Zähler, die quasi Raw-Versionen darstellen. Ich habe es jetzt trotzdem mal so hier gemacht, weil es einfacher ist. Das ist also 3, ist hier die Version 1 der Spalte mit der Ziffer 3 als ID, und da steht der String DREI drin als Daten. Das ist die Version 1. Hier auch. Und hier hat jetzt jemand gemacht ein Update T, set D gleich 1, where ID gleich 1. Und dann wird die alte Version der Row in etwas umkopiert, das AndoLog heißt, mit der alten Versionsnummer. Und es gibt einen Rollback-Pointer oder Rollpointer hier, der dahin zeigt. Es gibt die Zeile also zweimal, einmal in der aktuellen Version in der Tabelle und in ihrer Vorversion im AndoLog. Okay. Hast du nicht gesagt, ja, in Wirklichkeit steht hier nicht 112 oder sowas, sondern in Wirklichkeit steht hier 4.003, 4.004, 4.700. Okay, aber du bist auf der anderen Seite. Ja, das ist die Version 1 der Row mit der ID 1, das ist die Version 2 der Row mit der, ja, das ist also die Vorversion zu dieser, selbe ID, andere Versionsnummer. Physikalisch sieht das anders aus, aber fürs Vorstellen ist es so vielleicht leichter. Wir haben noch nicht Commit gesagt. Das verwirrt mich jetzt gerade. Ich habe jetzt gedacht, dass Tabelle T bereits das Teil mit dem Commit ist. Nein, das ist die Tabelle T, da wird auch rein committed. Aber was bis jetzt gelaufen ist, ist das Update-Statement. Was noch nicht gelaufen ist, ist das Commit-Statement. Das hängt davon ab, nämlich vom sogenannten Transaction-Isolation-Level desjenigen, der liest. Das darf der sich aussuchen, was passiert. Der Writer muss auf jeden Fall das hier umkopieren, denn wenn der Writer Rollback sagt, müssen wir die alte Version irgendwo haben, da haben wir sie, und wieder zurückziehen. Das ist die neue Version, Version 2. Die Version 1 überschreiben wir. Hier steht 1, 2, 3 als deutsche Worte. Das Update übersetzt es ins Englische. Deswegen steht da jetzt 1. Später wird hier auch noch 2 und da 3 stehen, aber so weit sind wir noch nicht. Und weil hier 1 stand und es durch 1 überschrieben wird, nehmen wir die Version 1, die noch das deutsche Wort enthält, und schieben sie darüber. Und dann tun wir die Version 2 da rein. Ah, I got it. Ja? Danke. Ja, so, gut. Diese Handbewegung mehr machen. Gut. So, also, das Insert pusht die alten Daten ins AndoLog. Dann malt es die neuen Daten an Ort und Stelle. Dann kommt das Commit und es muss nichts getan werden. Die neuen Daten stehen ja schon an Ort und Stelle, die alten Daten stehen da hinten, die müssen irgendwann nochmal aufgeräumt werden. Aber das passiert sowieso viel später. Würde kein Commit gemacht werden, sondern ein Rollback, müssen wir die alten Daten aus dem AndoLog zageln und wieder in die Tabelle malen. Das dauert aber. Das war früher sehr, 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 sehr langsam. Heute nicht mehr. Trotzdem ist es sinnvoll, die Größe seiner Transaktionen zu beschränken. Früher hat man gesagt, nicht mehr als 10.000 Rows, jetzt kann es deutlich mehr sein. Aber es lohnt trotzdem, bei irgendwelchen Riesen-Updates ab und zu mal Commit zu machen. So mittendrin. So, der Reader. Ja, wir haben etwas reingeschrieben, wir haben noch nicht committed. Der Reader darf jetzt, SQL ist ungefähr zur selben Zeit entstanden wie COBOL. Und die Syntax ist auch total kompatibel. Es gibt also Statements wie set, transaction, isolation, level, read, uncommitted. Set, transaction, isolation, level, read, uncommitted. 6 Worte. Ja, aber ich bin so voll zu klein. Ja, da war dein Papa wahrscheinlich noch klein. 1960 ungefähr, ich habe keine Ahnung. Da war der auch noch klein. Ja.
Und der Transaction Isolation Level ist etwas, das man pro Connection setzt. Also du kannst auf Read Uncommitted stellen und er kann auf Read Committed stellen und er auf Repeatable Read. Kann sich jeder selber aussuchen. Und es ist bei jedem Reader, ist das also eine reine Reader-Sache. Der Writer muss ja sowieso ins Undo-Log schreiben, denn der Writer könnte ein Rollback zu sehen bekommen und dann muss er die Daten aus dem Undo-Log rauspoolen können, damit er die ganze Sache wieder ungeschehen machen kann. Soweit verständlich. Gut. So, Read Uncommitted heißt, ich lese immer aus der Tabelle T, egal was für ein Scheiß da drin steht. Ja, wenn du also sagst, Set Transaction Isolation Level Read Uncommitted und ich habe dieses Update gemacht, aber noch nicht committed, dann siehst du mein One schon in Englisch und nicht mehr das deutsche 1. Obwohl ich noch nicht committed habe. Dann mache ich ein Rollback und dann steht da wieder 1. Genau genommen stand logisch immer eine 1 da. Das One war niemals da, aber du hast es gesehen. Hm? Dann schreibt er jetzt One rein. Ja. Dann habe ich einen Reiter B. Der hängt. Der hängt. Der darf nicht. Der darf nicht gleichzeitig auf dieselbe Row schreiben. In InnoDB sind Logs vorhanden auf Rows und der Lücke hinter der Row, um genau zu sein. Ja. Richtig, 50 Sekunden lang, dann kommt das Transaction Timeout. Dann wird sie dir rollbacked. Wenn du zu langsam bist, also nach Transaction Timeout Sekunden nicht committed hast, dann kriegst du ein Rollback aufs Maul. Das ist der Datenbank doch egal. Ob du was dafür kannst. Die Zeit ist alle. Tschüss. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass mein Quelli immer 50 Sekunden. Ja, genau. Und Updates sind das auch. Du kannst dir ja vorher die Daten bereitlegen und die IDs raussuchen, die du ändern möchtest. Dann machst du deine Transaktion und dann sagst du für die IDs, die du ändern möchtest, welche Daten dahin sollen. Und dann machst du das schnell und dann machst du wieder zu. Arbeit vorbereiten, dann kurz in die Schlange drängeln, durch die Kasse sausen, tsching, commit und wieder raus aus dem Laden. Strategisch einkaufen. Das ist wie Winterschlussverkauf, weißt du? Okay, der Punkt ist, der Reader stellt sich auf Read Uncommitted, er sieht Scheiß, der nicht nur nicht mehr da ist, sondern der logisch gesehen niemals da war. Weil ja Rollback heißt, es ist nie passiert. Hast jemand gesehen? Hm? Ich arbeite ja da gerade nicht konsistent da. Genau, ja. Nee, brauchst du, also solltest du nicht tun, kannst du aber. Naja, stimmt, das hier. Ich habe niemanden nach schneller abzuschalten. Hä? Nee, ist auch nicht schneller. Warum gibt's das dann überhaupt? Der Standard verlangt es. Logisch ist es so, fürs Debugging ist es mitunter sogar nützlich, aber für Produktionscode möchtest du das nicht tun. Was sind die Folgen? Repeatable Read bei MySQL, also zwei Stufen weiter. Wir kommen da gleich hin. Das nächste ist Read Committed. Read Committed heißt, ich mache die Transaktion auf, ich schreibe das Update. Jetzt habe ich ein X-Log auf der Row, andere Writer, die auf dieselbe Row wollen, hängen und andere Reader gehen an meinem Rekord vorbei, weil ja das X-Log da drauf ist, folgen dem Rollpointer ins Undo-Log und da ist der vorherige Wert und der muss ja committed gewesen sein, weil es nur einen Writer zur Zeit pro Row geben kann. Das heißt, Read Committed ist, an den Records, die gerade beschrieben werden, da fische ich mir eben die Vorversion aus dem Undo-Log. Klingt für mich jetzt erstmal ganz sauber. Ja, genau, ist auch ganz sauber. Wenn du einen Zähler hast, ja, Update T Counter gleich Counter plus 1 und du machst Select Select, also eine Read-Only wiederholte Operation, dann ist das dasselbe wie ein Start Transaction Read-Only Select Select Commit. Also zwei Selects in einer Transaktion und zwei Selects ohne Transaktion liefern dir in Read Committed unterschiedliche, dieselben Ergebnisse. Du siehst, wie der Zähler hochtickt. Ja. Repeatable Read macht aus Start Transaction etwas Besonderes. Das hält nämlich für dich die Datenbank an. Du sagst Start Transaction Read Only und jetzt ist egal, was andere mit der Datenbank machen. Für dich ist das ein Foto. Solange wie du möchtest oder bis du Commit sagst. Solange wie diese Transaktion. Ja, genau. Das ist der Default. Wenn du sagst, da Transaction Read Only, guckst du auf eine unbewegte UnoDB-Landschaft, da passiert nichts.
Kannst in aller Seelenruhe in die Tabelle greifen, in die Tabelle greifen, in die Tabelle greifen, mit den Sachen was machen. Die passen alle zusammen und es ist alles ein konsistenter Stand, obwohl du drei Select-Statements gemacht hast auf derselben Tabelle oder auf unterschiedlichen Tabellen, weil keine Transaktionen für dich mehr sichtbar werden. Die türmen sich alle irgendwo im Horizont auf und warten. Und in dem Moment, wo du Commit sagst, sind sie alle sofort da. Ja, weil du liest deine Werte aus dem Undo-Log. Ja, das heißt, du möchtest an die Row, wo der neue Wert drin steht. Also nicht genauso schnell, aber das macht nichts. Du gehst an die Tabelle und stellst fest, die Transaktionsnummer, die da drin steht, die ist zu neu. Die ist neuer als die Transaktionsnummer, zu der ich gesagt habe, Start Transaction Read Only. Und dann gehst du ins Undo-Log und findest die nächst ältere Version von dieser Row und stellst fest, die ist immer noch zu neu. Dann gehst du noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter, so lange, bis du die erste Row findest, die älter ist als deine Start-Transaction. Das heißt, du kriegst die neueste Row, die älter ist als der Beginn deiner Transaktion. Ja, also Folge der Roll-Pointer-Chain in die Vergangenheit, so lange, bis du die neueste Version hast, die älter ist als dein Start Transaction Read Only. Und jetzt wissen wir auch, wie das Undo-Log gelöscht werden kann. Du guckst auf alle Transaktionen, die noch offen sind im System, findest die Transaktionsnummer der ältesten noch aktiven Transaktion und alles, was noch älter ist, kannst du wegschmeißen. Ja, also für alle Transaktionen bestimme die älteste Transaktionsnummer im ganzen System und alles, was noch älter ist, schmeißt du weg. Gibt ein schönes Kommando, das heißt Show Engine NODB Status. Das machst du dann mit einem Backslash Groß G, damit du den Output auch lesen kannst. Und da siehst du oben im obersten Viertel oder sowas die Liste der aktiven Transaktionen. Und da stehen auch Transaktionsnummern. Und alles, was noch älter ist, kann das Undo-Log wegschmeißen. Wie oft passiert das? Laufend. Es gibt einen extra Purge-Thread, dessen Job nichts anderes ist, als in einer Schleife loszurennen und das Undo-Log zu putzen. So, das macht Postgres nicht. Und das ist der Grund, warum Postgres Vacuum hat. Eigentlich ja. Hier blinkt Sync, jetzt blinkt hier gar nichts mehr. Jetzt blinkt nicht mal mehr Sync. Vielleicht soll ich mit dem Hammer. Dann machen wir hier nochmal neu. Wunderbar. Postgres hat kein Undo-Log, sondern Postgres hat nur Tabellen. Und wenn du eine neue Row-Version erzeugst, dann stellt Postgres die neue Row-Version in dieselbe Tabelle wie die alte Row-Version und verlinkt die untereinander. Das heißt, die alten Versionen deiner Rows werden nicht verschoben ins Undo-Log, sondern die stehen in der Tabelle und bleiben da stehen. Das ist nicht kaputt, das ist total toll. Wenn du nämlich ein Rollback machst, hast du nichts zu tun. Die Überlegung bei Postgres ist, damit sind Rollback und Commit inverse Operationen. Du kannst vorwärts und rückwärts rollen, wie du lustig bist. Oder auch Parallelversionen von Rows in so einem Möglichkeitsbaum erzeugen und ähnliche Dinge. Es ist total wirr, aber sehr flexibel, was die da machen. Die Überlegung der MySQL-Leute ist, die häufigste Operation ist Commit und nicht Rollback. Rollback ist selten. Und was wir möchten, ist gerne die Tabelle sauber halten. Und deswegen machen wir gleich beim Erzeugen der neuen Row-Version die alte weg. Das wäre jetzt halt auch mal eine Frage gewesen, denn Postgres, wenn ich dann irgendwie ein Select mache. Ja, Commit ist typischerweise viele hundert oder tausend Mal häufiger als Rollback. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn
Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die alten Daten in der Tabelle bleiben. Die müssen mal weg. Und der Purge-Thread in MySQL, der ist total einfach. Der hat halt, das ist so ein Ringpuffer quasi, ja, und dann guckt er, was ist die älteste Transaktion, die noch sichtbar sein kann, und alles, was noch älter ist, das löscht er, indem er nach vorne hopst und den Platz freigibt am Block. Und das, was Postgres macht, ist Vacuum. Es geht durch die Tabelle durch und markiert alle alten Rohversionen in der Tabelle als frei und tut das in die Freelist, und dann kann der Platz irgendwann mal wieder benutzt werden. Oder er macht ein Deep Vacuum und kopiert die Tabelle um. Also wie so eine C64 Garbage Collection. Er schiebt die freien Teile, überschreibt er, indem er die vollen Teile hinten nach vorne kopiert. Ja? Nur, dass es halt keine 38.911 Basic Bytes mehr sind, sondern Terabyte große Tabellen. Und das ist ein Problem. Also es ist für das Nicht-Deep Vacuum ist es kein großes Problem, aber es tut notlos weh. Es macht eine nicht so häufige Operation genauso teuer wie eine häufige Operation. Aber es macht alles schön symmetrisch, auch im Code. Ja, aus der MySQL-Sicht hat es natürlich einen Haufen Nachteile und die sind alle blöd, aber wenn man sich den Code anguckt, ist das schon schick. Ja, also. Ja, wenn du also sagst Start Transaction with also Read Write oder Start Transaction with Consistent Snapshot und du machst das wie Tom und gehst dann in Urlaub, was passiert? Was passiert ist, dass wenn es eine normale Transaktion ist, hast du einmal den Transaktionstimeout. Das andere, was passieren kann, ist dass heißt, du kriegst nach 50 Sekunden aufs Maul. Das andere, was auf jeden Fall passiert, ist, dass nach Wait Timeout oder Interactive Timeout, das sind 28.800 Sekunden, also 8 Stunden, kriegt die Verbindung aufs Maul. Und dann wird die Verbindung getrennt. Aber so lange, 8 Stunden lang, wächst dir das Undo-Log. Hier zum Beispiel hat sich jemand auf einem Booking-Cron-Server eingeloggt. Cron-Server macht halt Sachen, also Skripte gegen die Datenbank zur Pflege so. Und da sollen keine interaktiven Benutzer drauf sein. Da hat sich also einer eingeloggt und hat einen interaktiven MySQL-Client gestartet. Und dann hat er um 10 ein Meeting. Ist also kurz vor 10 weg. Und weil er an sein Meeting erinnert worden ist, hat er halt das Start Transaction, was er gemacht hat, vergessen. Und ist in sein Meeting gegangen. Und jetzt siehst du in diesem Graphen hier, wie die Anzahl der Undo-Log-Entries wächst. So über alle Grenzen, 100.000, 200.000, 300.000. Und das heißt, dass das Undo-Log immer größer wird und dass für bestimmte Sachen die Datenbank jetzt tief ins Undo-Log muss. Die wird also auch immer langsamer. Das ist leider ein BP-Server gewesen, also da stehen Hotelbroschüren-Daten drin, und zwar auch eine Produktionskarre. Das heißt, es wird also nicht nur für diese Person langsamer, sondern der Umsatz wird auch langsamer. Also der Euro-pro-Minute-Graph, der fällt auch. Das ist schlecht. Irgendwann eskaliert das ein bisschen. Und dann gucken wir halt nach. Und an dieser Stelle hier, da ist was passiert. Da ist nämlich das Undo-Log ruckartig auf Null runtergepurcht worden. Das geht dann auch sehr schnell. Also auch schneller als ein Postgres-Vacuum. Weil wir müssen ja nur einen Zeiger vorwärts setzen. Und das passiert in dem Moment, wo diese lang laufende Transaktion beendet wird. Wie beende ich eine solche Transaktion? Einfacher. Also wenn ich der Mensch an der Konsole bin, tippe ich Commit. Wenn ich nicht der Mensch an der Konsole bin, sondern ich kille seine Session. Wie finde ich die Session? So, ich sage Show Engine InnoDB Status. Und vorher sage ich Pager Grab Active. Also der Pager ist nicht less, zeige mir die Ausgabe von hier seitenweise an, sondern Grab, ja, zeige mir alle Zeilen an, die das Wort Active enthalten. Dann sehe ich Transaction bla 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 Active. Und zwar seit 16.830 Sekunden. Die Transaktionsnummer interessiert mich. Und dann mache ich hier ein Show Engine InnoDB Status mit einem normalen Less Pager und Prozessnummer da, finde auch eine MySQL Thread ID,
Da könnte ich jetzt schon mal einen Kill drauf machen, wenn ich wollte, also auf der MySQL-Kommandozeile. Aber ich sehe auch, der kommt halt von der MC02 cron ab. Und das ist der User cron BP. Und ich sehe sogar in der Prozessliste gleich die Portnummer. Wenn ich jetzt auf die MC02 cron abgehe und ein LSOF mache, dann finde ich die Portnummer. Und dann sehe ich sein MySQL-Prozess und die Parent Shell, und von der Parent Shell weiß ich, wo der hergekommen ist. Das heißt, ich weiß den Hostnamen von seinem Mac. Damit weiß ich aber auch, wo er sitzt. Und dann kann ich da hin und mit dem mal eine Unterhaltung darüber führen, wie das denn mit der Produktion ist und den Kosten und seinem Monatslohn und wie man das verrechnet. Es ist egal, das Prinzip ist vermittelt worden und die Awareness ist geweckt worden. Und wenn man das richtig macht, haben noch ein paar andere Leute drumherum gesessen, die nicht schuldig waren. Die haben es gehört und die haben auch gleich was gelernt fürs Leben. Also das kann man tatsächlich ohne den Hammer machen und ganz vernünftig. Aber es ist schon wichtig, dass auch andere das mitkriegen. Und die haben dann alle eine Geschichte in der Kantine, die sie erzählen können. Dann kriegen es noch mehr mit. Und auf diese Art und Weise macht man eine ganze Firma schlauer. Das passiert bei uns zu wenig. Ja. Nächstes Problem, Concurrent Writes. Ich habe einen Zähler, und den zähle ich jetzt nicht hoch mit Update, Counter gleich Counter plus 1. Sondern ich zähle diesen Zähler, das ist Hochzählen, ist in Wirklichkeit kompliziert, ja, das muss man in der Anwendung machen. Das heißt, ich entnehme den Value mit Select, berechne den neuen Wert und dann schreibe ich ihn mit Update zurück. Soweit die Problemstellung. Zwischen hier und hier vergeht Zeit. Und wenn ein zweiter das gleichzeitig macht, dann ist alles schlimm. Ja? Also hier Select, da das Update. Und wenn der hier gleichzeitig das macht, dann selectet sich der den alten Wert. Also der Zähler ist 3, ich nehme mir den Wert 3. Du machst das gleichzeitig, nimmst dir den Wert 3. Ich berechne den neuen Wert 4. Du auch 4. Wir schreiben beide den neuen Wert zurück. Ich schreibe 4, er schreibt 4. Wir haben also den Zähler zweimal hochgezählt von 3 nach 4. Das Ergebnis ist offensichtlich falsch. Nee. Es war schnell, aber falsch. Ja? Was du machen musst, ist, du machst das Select wie gehabt und du schreibst dahinter das magische Zauberwort for Update. Das ist ein Read, aber er lockt wie ein Write. Er macht kein S-Lock. Er macht überhaupt ein Lock und es ist sogar ein X-Lock. Ein normales Read macht weder ein S-Lock noch ein X-Lock. Er macht gar nichts. Und das Geile bei diesem Undo-Log-Geschichten, das nennt sich Multi-Value Concurrency Control oder Multi-Version Concurrency Control, MVCC, das Geile daran ist, dass ein Reader niemals warten muss. Ja? Weil er entweder die Row in der Tabelle oder die Row im Undo-Log oder eine Row irgendwo tief im Undo-Log kriegt. Aber der Reader kriegt immer einen Wert, und zwar den, den er sich ausgesucht hat über den Isolation Level. Und dafür ist der Kreuzberg hier. Der Reader kriegt immer den Wert, den er sich ausgesucht hat, und er kriegt ihn immer sofort, ohne warten. Aber bei einem Select for Update haben wir ein Read, das lockt wie ein Write und das wartet wie ein Write. Das heißt, ich mache ein Select for Update, also es ist ein Select, aber ich möchte später mal schreiben. Und hier schon wird gelockt. Und das X-Lock, das das Update holen würde, das gibt es hier schon. Und das Select macht auch ein Select for Update und dafür hängt es jetzt. Und zwar ab hier. Das heißt, ich nehme mir den Wert aus der Tabelle 3 und dann fange ich an zu rechnen. Und während ich das mühsam mache, kommt sein Select for Update dabei und liefert ihm keinen Wert. Ich warte. Du wartest. Ja, dann habe ich endlich 4, mach das Update. Du wartest immer noch. Ich mach's Commit und an der Stelle fällt bei dir raus 4. Und du kannst jetzt losgehen und 5 ausrechnen und alle anderen müssen warten, bis du endlich bei der 5 angekommen bist. Und dann mit deinem Commit gibst du die Line wieder frei. Gibt es irgendwelche coolen Methoden für solche Counter?
In deinem Toolkit, das du verwendest, vielleicht, ja? Das hängt von deiner Hostsprache ab. Das Primitiv, das dir die Datenbank liefert, ist das Select for Update. In MySQL selber nicht? Nee. Weil das klingt gerade sehr blockend. Ja. Und dass ich halt möglicherweise ein bisschen Angst hätte, mit meinem Partner nicht wirklich hinterher zu kommen. Hm. Jedenfalls. Was härteres als Repeatable Read, was auch der Default Isolation Level ist, bräuchtest du nie. Aber wenn du Code hast, den du nicht ändern kannst und der falsch ist, dann hätten wir hier noch Serializable. Und Serializable ist so, als würde alles Select, was du machst, automatisch zu einem Select in Share Mode werden. Das ist dasselbe wie vor Updaten, nur dass es keine X-Logs macht, sondern S-Logs. Das heißt, alles, was du anguckst, wird durch das Angucken gelockt. So der Medusenblick, ja? Gorgonenblick? Keine Ahnung. Ist auch egal. Das ist alles auch ganz furchtbar langsam, das willst du dann eigentlich nicht. Das heißt, der Default Transaction Isolation Level ist schon das, was du haben willst. So. Und weil es jetzt eh gleich 4 ist, mache ich keine Pause, sondern gleich weiter, damit es mehr weh tut. Aber erstmal, das zum Thema Transaktionen ist soweit klar. Das ist wichtig. Und in seinem Toolkit nachzugucken und zu verstehen, was passiert, wenn einem die Datenbank ungefragt einen Rollback reinhaut, ist auch wichtig. Ja, Python-Leute brauchen da gar nichts zu machen. PHP-Leute müssen da mal genau gucken, was da passiert. Was uns jetzt interessiert, ist ein bisschen die Physik unten drunter. Also wie kommt der Scheiß eigentlich auf die Platte und warum ist das schnell? Und da müssen wir einmal hier gucken. Das ist eine Zeichnung, auf der ziemlich viel zu sehen ist, aber sie besteht aus 4 Quadranten und die 4 Quadranten sind wichtig. Das hier ist alles im Speicher und das ist auf der Platte. Das hier alles sind Logs und das hier sind alles Tabellen. Ja, also Tabelle im Speicher liegt im Bufferpool. Tabelle auf der Platte liegt in der IBD-Datei hier oder in der großen IBData-Datei. Log im Speicher ist der Log-Buffer. Und wenn der Log-Buffer voll ist oder committed wird, wird er auf die Platte geschrieben ins Redo-Log. Wenn du MySQL installierst, dann werden als erstes, also hoffentlich tust du die Datenbank auf eine leere Partition, also valid MySQL ist was weiß ich, der VDB1 oder sowas, eine leere Partition. Und das allererste, was MySQL beim allerersten Start macht, ist in der leeren Partition die Redo-Logs anzulegen. Weil es das allererste ist, was es tut, sind diese Redo-Logs unfragmentiert. Das heißt, sie bestehen aus großen, zusammenhängenden Plattenblöcken, Stücken. Und das heißt, wir können so einfach durchschreiben, sehr, sehr schnell. Einige 100 Megabyte pro Sekunde, wenn wir da SSD drunter tun, sogar noch mehr. Das sind diese IB-Log-File 1 und 0. Wenn du eine Transaktion machst, dann machst du Start-Transaction, bla 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 und am Ende machst du Commit. Deine Transaktion wird im Log-Puffer zusammengebaut und was du da bekommst, ist sowas ähnliches wie ein Binär-Patch für eine Tabelle. Also ändere an der Stelle diese Bytes und jene Bytes. Und wenn du Commit machst, wird dieser Binär-Patch quasi am Stück relativ kompakt ins Log-File rausgeschrieben. Mit auch einer Markierung am Ende, wir haben es Commit gesehen. Was auch gemacht wird, ist, weil du ja Daten in der Tabelle änderst, die Daten werden von der Platte geladen in einen Cache, das ist der Bufferpool, und dann da modifiziert. Was nicht passiert ist, beim Commit die Daten wieder zurückschreiben. Was passiert ist, die Daten viel, viel, viel später, also Minuten oder Stunden später, beim Checkpoint zurückzuschreiben. Der passiert irgendwann, aber davon merkst du nichts. Warum passiert das so? Wenn wir die Daten beim Commit in das Redo-Log schreiben, haben wir eine linear zusammenhängende Datei und wir schreiben die einfach hintereinander weg. Das ist sehr, sehr schnell. Wie ich gerade erklärt habe, ist es nicht fragmentiert. Ja, aber und warum dann die weil Daten, die du änderst, vermutlich gleich wieder geändert werden. Das ist gemessen tatsächlich so, ja. Das heißt, wenn du die Daten im Bufferpool nicht zurückschreibst, dann werden sie, die werden vermutlich sowieso gleich wieder geändert, dann ist es sinnvoll, sie erst später zurückzuschreiben. Dann hast du mehrere Disk-Writes zu einem zusammengefasst. Wenn Daten der
Wenn der MySQL-Server abkackt, dann ist alles das, was auf der linken Seite ist, im Speicher weg. Alles, was auf der rechten Seite ist, ist noch da, weil es ja auf der Platte ist. Jetzt passiert Folgendes, du hast die ungeänderten Daten von der Tabelle, hier, lädst sie wieder in den Speicher und findest dann im Redo-Log den Binär-Patch dafür, den du anwenden kannst. Und dann hast du den alten RAM-Inhalt, den du gerade vergessen hast, wieder rekonstruiert, indem du die alten Daten geladen hast und dann den Patch angewendet hast. Hm? Das ist eine Redo-Log-Recovery. Und wenn alles richtig ist, dann läuft also nach dem Crash des Datenbankservers das Redo-Log noch einmal durch. Das heißt, die Recovery dauert so lange, wie Daten im Log stehen, also wie viele Daten im Flug waren zum Zeitpunkt des Crashes. Und dann hast du den alten Inhalt des Bufferpools wieder. Kann ich ihn jetzt zwingen, die Daten auf die Platte zu schreiben? Ja. Commit. Schreib die Daten auf die Platte. Nee, ich meinte die Daten aus dem Buffer. Nein. Wir reden gleich darüber, wann es Checkpoints gibt. Da schreibt diese Daten darüber, dass also das passiert und du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Du kannst sagen, wie groß das Redo-Log sein darf. Und du kannst auch sagen, wie groß der Logbuffer sein soll. Aber was passiert denn, wenn der Logbuffer, sagen wir mal, 32 MB groß ist und du hast eine Transaktion, die ist 50 MB groß? Nach 32 MB wird der Logbuffer ins Redo-Log geschrieben, aber das Commit-Bit am Ende fehlt. Und die zweite Hälfte der Transaktion wird dann im wieder leeren 32 MB Logbuffer aufgebaut, bis 50 MB vorbei sind. Und dann kommt endlich der Commit, das heißt der Logbuffer wird dann hinten ins Redo-Log geschrieben und diesmal mit Commit-Bit. Was passiert, wenn nach dem Schreiben von 32 MB, deine 50 MB Transaktion, der Strom ausfällt? Dann machen wir eine Redo-Log-Recovery von allem, was noch nicht gecheckpointet ist, also auch allem vor diesen 32 MB. Dann machen wir eine Redo-Log-Recovery der 32 MB. Und dann fehlt das Commit-Bit, das heißt, wir machen 32 MB Rollback. Das ist das Undo-Log dann, das ist die Undo-Log-Recovery. Wenn der Log-Buffer groß genug ist, dass die meisten deiner Transaktionen am Stück da reinpassen, dann tritt dieses Problem nie auf. Deswegen sollte man den Log-Buffer so einstellen, dass er groß genug ist, dass die Mehrzahl einer Transaktionen auch am Stück in den Log-Buffer passen. Ein Problem hast du nur dann, wenn eine Transaktion, die nicht in den Log-Buffer passt, aktiv war, während du den Stecker gezogen hast. Also das ist vermutlich sehr selten. Du fängst an zu patchen. Ja, so. Eine 10 Sekunden, 50 Sekunden. Genau. Okay. Das, wenn du mal ein MySQL hast crashen sehen, aus welchem Grund auch immer, dann siehst du die InnoDB Recovery und du siehst im Log, wie er dir die Prozente vorzählt. Ja, da steht Redo Log Recovery 0, 10, 20 und so weiter. Das habe ich erst vor kurzem gesehen. Ja, das ist die Redo Log Recovery. Und die funktioniert. Du kannst sogar so ein Server-Backup machen. Du hast deinen MySQL-Server, den installierst du auf LVM2, also auf LVM mit VG-Create, PV-Create, LV-Create. Dann machst du einen LV-Create-Snapshot, also LV-Create-S. Und dann hast du einen Snapshot von einem laufenden MySQL-Server. Also das heißt, du hast das, aber nicht das. Das heißt, du nimmst den Snapshot jetzt, tarst ihn dir irgendwo hin und die Kopie startest du neu. Was macht er? Redo-Log Recovery, klar. Ja, und dann ist er da, und zwar an genau der Stelle, wo du ihn gesnapshottet hast. Da kannst du ein Perl-Skript rumwickeln, dann heißt das MyLVM-Backup von Lenz Grimmer. Gibt's auf GitHub. Und das ist die allerschönste Methode, MySQL-Backups zu machen, die nicht wehtun. Tut viel weniger weh als das extra Backup. Davon siehst du nie was. Was du siehst, ist eine Config-Datei in Ini-Syntax. Ja. Also auf dem Commit, also auf einem Update, lade die Page, die du ändern möchtest, modifiziere die Datenpage, pack die alten Daten ins Undo-Log und erzeuge einen Redo-Log-Eintrag beim Commit. Auf dem Commit schmeißt diesen Redo-Log-Eintrag tatsächlich ins Redo-Log und aus dem Log-Buffer. Und beim Checkpoint, ja, was du jetzt hier hast, ist das hier. Du hast hier ein Redo-Log und du schreibst immer mehr Einträge ins Redo-Log rein.
Und das Ritolock ist tatsächlich, hat eine feste Größe, ist ein Ringpuffer. Ja, das heißt, der Schreibpointer läuft und läuft und läuft und irgendwann fällt er dem Lesepointer am Ende vom Ringpuffer mal in den Rücken. So. Wann müssen wir checkpointen? Fall 1. Ritolock ist voll. Wann müssen wir checkpointen? Fall 2. Eine Page im Bufferpool kann von der Platte geladen werden. Dann ist sie clean. Und dann wird sie modifiziert. Und auch committed. Und wenn sie modifiziert worden ist, ist sie dirty. Und beim Checkpoint wird die geänderte Page hier zurückgeschrieben, dann wird der Redo-Log-Eintrag obsolet. Den brauchen wir nicht mehr. Fall 2, was passieren kann, ist, wenn wir nicht checkpointen, werden immer mehr Pages hier dirty. Und wenn alle Pages hier dirty sind, haben wir keinen Platz mehr. Clean Pages können wir frei machen, die können wir einfach von der Platte laden. Dirty Pages müssen wir zurückschreiben, bevor wir sie wiederverwenden können. Das heißt, ich habe halt auch einen gewissen Fall, genau. Also Fall 1, wir müssen checkpointen, wenn das Redo-Log voll ist oder fast voll. Fall 2 ist, wir müssen checkpointen, wenn hier alle Pages oder zu viele Pages dirty sind. Und Fall 3, wann checkpointet der Server noch? Ja, wenn ihm danach ist. Ja, also er sitzt da so und da steht eine CPU rum und dann sagt er sich auch, jetzt könnte ich eigentlich mal checkpointen. Oder wenn ich den Server runterfahre? Nee. Ach nicht. Das kann man einstellen. Es gibt so verschiedene Grade von Fast-Shutdown-Optionen in NODB und du kannst sie dazu bringen, dass er sich runterfährt, indem er sich einfach ins Schwert stürzt und beim Anfahren wieder eine Redo-Log-Recovery macht. Dafür ist er sofort aus. Das muss ich dann also selber entscheiden, was schon weiß. Genau, ja. So. Wie machen wir einen Checkpoint? Wir machen einen Checkpoint, indem wir uns das hintere Ende vom Redo-Log angucken. Und mal gucken, welche Pages denn da erwähnt werden. Und diese Pages nehmen wir und schreiben sie raus. So, eine Page sind 16 Kilobyte, 64 Pages sind 1 Megabyte. Und immer wenn wir 1 Megabyte zum Checkpointen haben, durch Angucken vom Redo-Log haben wir diese 16K Pages, dann schreiben wir die am Stück raus. Im Redo-Log steht der Binär-Patch, also wie sind die folgenden Bytes zu ändern. Und es steht auch drin, auf welche Original-Page sich das bezieht. Das ist also keine ganze 16K-Page, sondern es ist ein Zeiger auf eine 16K-Page und die Änderungsanweisung in dieser Page jene Sachen ändern. So, was beim Checkpoint passiert ist, er guckt sich den ältesten Redo-Log-Eintrag an. Ah, das ist Page 17, die müssen wir jetzt mal schreiben. Den zweitältesten Page 18, den drittältesten nochmal Page 17, die ist eh schon Kandidat. Ja, dann Page 19, Page 20 und so weiter. Dann hat er eine Liste von 64 unterschiedlichen Pages und die gehen dann raus und alle Redo-Log-Einträge, die diese Pages erwähnen, also die 17 zum Beispiel, die werden dann als erledigt markiert. Also nicht nur die hinteren, sondern alle. Da können ja weit, weit nach vorne noch weitere sein, die dann schon erledigt sind. Und dieses Schreiben von 16 Pages, von 64 Pages, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Was macht denn eine Festplatte, wenn du ihr beim Schreiben von einem Block den Strom wegknippst? Nee, ist eine Festplatte, also rotierender Rost. Ja, und damit ist es auch ein Generator. Die nimmt sich also ihre Restbewegungsenergie, um sich selbst zu powern und schreibt den Block noch zu Ende, den einen. Du hast bei einer Festplatte tatsächlich keine halbgeschriebenen Blöcke. Außer du kommst richtig mit einem Nagel und... Aber dann ist auch egal. Aber was macht eine SSD dann? Ja, das ist die große Frage und die Antwort ist, alle SSDs außer denen von Intel machen Datensalat. Wie machen Intel das? Weil die einen speziellen Kondensator mit da drin haben, der genau diesen Fall verhindert. Und bei Intel funktioniert er sogar, getesteter Dings. Oh cool, ich weiß jetzt in Zukunft, welche SSDs ich kaufen werde. Das gibt da regelmäßig Tests und das, da muss man dann halt gucken, wie bei Stromverlust diese SSD sich verhält. Ein guter SSD-Test sagt dir das. Aber der ganze Consumer-Scheiß, der macht's eh nicht. Das heißt... Einer der Gründe für Enterprise-SSDs ist dieser Kondensator. Verdammt.
Aber bei MySQL nützt es dir eh nichts, weil wie groß ist ein Block bei einer Platte? Als du noch nicht auf der Welt warst, waren es 512 Byte und später wurden es 4K. Aber eine Page bei MySQL sind 16K, also mindestens 4 Blöcke, wenn nicht sogar 32. Du wärst so oder so tot, wenn die Leute, die das Ding geschrieben hätten, nicht für diesen Fall vorgesorgt hätten. Die nehmen nämlich das ganze Megabyte 16 Blöcke. Es gibt einen Systemcall, der heißt WriteV. Der nimmt sich 16K Blöcke, die irgendwo stehen. Und, also nicht 16K Blöcke, sondern viele Blöcke, die irgendwo im Speicher stehen und schreibt sie an eine Stelle hintereinander weg. Das geht in eine Stelle, die heißt Double Write Buffer. Da steht es dann erstmal auf der Platte, nicht an der richtigen Stelle. Und wenn du jetzt den Strom ziehst, während der Double-Write-Buffer geschrieben worden ist, dann ist auch egal. Dann zählt das als nicht erledigter Redo-Block und bei der nächsten Redo-Lock-Recovery wird es halt nochmal gemacht. Aber du hast die alten Blöcke noch in der Tabelle und die Redo-Lock-Anweisung noch im Redo-Lock. Wenn nach dem Schreiben in dem Double-Write-Buffer die Blöcke das zweite Mal geschrieben werden, also an Ort und Stelle, in den Tabellen, und da fällt der Strom aus, dann hast du die Originalkopie von einigen Blöcken überschrieben und von anderen nicht. Weil ja mitten von den 64 Writes, die du machst, ist der Strom ausgefallen. Aber die neuen Versionen hast du schon mal an einer anderen Stelle im Double Write Buffer stehen. Das heißt, du kannst sie da lesen und an Ort und Stelle umkopieren. Das kann man ausschalten. Wann ist es legal, das auszuschalten? Wenn du ein Dateisystem hast, das nichts überschreibt. Welche Dateisysteme tun das? XFS macht In-Place-Updates, da darfst du es nicht ausschalten, auf gar keinen Fall. ZFS, ButterFS, Waffle in NetApp-Filern und LFS in BSD. Also Log Structures File System und Log File Systems. Aber nicht Filesysteme mit Log, wie XFS oder Extended 4. Die brauchen den Double Write Buffer. Oder du schaltest es ab, weil du einen Benchmark gewinnen möchtest, aber das ist ein Schummel. Was macht Postgres? Postgres hat keinen Undo-Log, kein Undo-Log, das macht seinen Undo-Log in den Tabellen. Und Postgres hat keinen Redo-Log, Postgres hat einen Val, einen Write-Ahead-Log. Und wenn du eine Page 8K bei Postgres änderst und die Page geht von clean nach dirty, dann schreibt es die ganze 8K-Page ins Val. Wenn du einen Block bei Postgres im Speicher, hier so ein Block, wie er bei uns Bufferpool heißt, bei Postgres von clean nach dirty änderst, also das erste Mal, dann macht Postgres eine Kopie des ganzen Blocks und nicht nur ein Binärpatch ins Log. Da werden die ganzen 8K rausgeschrieben. Nicht nur die geänderten Bytes, alles wird rausgeschrieben. Und damit hat Postgres seine zweite Kopie, so wie MySQL sie im Double Write Buffer hat. Das macht das Log ein bisschen größer, ja? Wenn ein Block von Dirty nach Dirty geht, also er eh schon Dirty ist, dann schreibt Postgres nur ein Binärdiff. Das ist tatsächlich effizienter als bei MySQL. MySQL macht immer alle Writes zweimal. Und Postgres macht einmal einen großen Write von der ganzen Page bei der ersten Änderung und bei allen Folgeänderungen, das ist der häufige Fall, nur noch den kleinen. Das ist schön gemacht. Ich glaube, das nimmt vor allem auch ganz viel Logik raus. Das hilft denen wieder, der Code ist auch schöner, ja? Gut, das ist richtig schick gemacht an der Stelle. So, ja, wann checkpointen wir? Wenn MySQL CPUs frei hat oder Plattenkapazität, also wenn es sich langweilt. Ja, wenn NODB Max Dirty Pages Prozent. Also wenn im Bufferpool so und so viel Prozent Pages dirty sind, 95%. Ja, oder wenn das Redo-Log fast voll ist, also 70%. Das kann man verstellen, das kann man nicht verstellen. Und insbesondere MySQL 5.6 und 5.7 sind, wenn sie auf SSD schreiben, viel, viel, viel effizienter. Also Faktor 10 haben wir gemessen. Das Upgrade von MySQL 5.5 auf 5.6 hat bei Booking das Schreiben auf SSD 10-mal schneller gemacht. Disk Seeks sind viel billiger, wenn man SSD hat.
MySQL muss, weil es ja ein Redo-Log fester Größe hat, während es bei Postgres beliebig groß werden kann, planen, wenn das Redo-Log voll wird, muss es mal sehen, dass es checkpointet. Und es muss sehen, wie schnell wächst mein Redo-Log und die Checkpoint-Rate so hochdrehen, dass es dazu passt, damit das Redo-Log nicht ganz voll läuft. Das ist dieses Bandbreitenmanagement hier. Das ist viel komplizierter als bei Postgres, aber der Abstand, den du haben kannst, also die Länge der Redo-Log-Recovery, die hat deswegen eine obere Grenze, die ist nämlich so groß, wie du das Redo-Log gestellt hast. Bei Postgres ist es so, dass das Checkpoint-Berechnen einfacher ist, aber dafür kann das nicht angewendete Val praktisch unbegrenzt wachsen. Das heißt, die Val-Recovery-Zeit, die hat keine obere Grenze. Ich habe 2 Tage Postgres-Daten in meinem Recovery-Log und das kann passieren, das wird nicht passieren, außer du machst ganz schlimme Dinge mit deinem Server und dann hast du eh andere Probleme. Aber ja, so. Hier kannst du zum Beispiel mal so einen Graphen sehen, da siehst du die Menge an Daten im Redo-Log, die nicht gecheckpointet ist. Und du siehst, dass hier so zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens, da ist die Datenbank wirklich mal idle und hat alles weggecheckpointet. Und was viel schlimmer ist, du siehst den ganzen Tag, steht sie hier bei 128 MB not checkpointed Redo-Log. Was sagt uns das? Dass wir ganz, ganz viel zu Redo-Loggen haben, sobald der Server mal auf. Ja, das sagt uns, das Redo-Log ist zu klein. Das Redo-Log ist hier der performance-begrenzende Faktor. Das sagt uns das. Ja, weil wir hier eine Ceiling haben, anstatt so Spitzen zu sehen, wie hier so. Ja? Das heißt, das, was die Performance begrenzt, ist das Redo-Log. Das Redo-Log löst gerade Checkpoints aus. Wir schreiben also Daten raus in Pages, die wir gleich wieder ändern. Die machen wir clean, damit sie gleich wieder dirty werden. Und es wäre eigentlich schlauer, das Redo-Log größer zu machen und sich dafür Disk-Writes zu schenken. Und in dem Moment, wo du das Redo-Log größer machst, fasst du Writes zusammen, weil dieselbe Page über und über geändert wird. Kannst dadurch die Last auf der Platte senken und die ganze Datenbank wird schneller. Ja, das ist was, das hier und hier nochmal dasselbe. Ja, hier siehst du die Menge der Dirty Pages und dann siehst du auch hier, dass er gegen so eine Ceiling läuft und hier einmal einen Ausreißer hat nach oben. Hier ist auch irgendetwas da, das uns zwingt, zu viel zu checkpointen. Aber es ist halt wenigstens nur 4 Stunden und nicht für den ganzen Tag. Ja, das ist eine andere Datenbank und eine andere Situation hier. Aber wenn du solche Graphen in deinem Monitoring hast und du guckst auf eine Datenbank, die Probleme hat und du siehst solche Linien, dann hast du schon mal einen Verdacht, ja, und dann kannst du da mal anfangen zu graben an der Stelle. Und bei dem Kandidaten hier auf 5,6 upgraden und dann das Redo-Log mal richtig größer machen von 128 MB auf mehr als 4 GB, das hat sich enorm ausgezahlt in diesem Fall. Das ist wie Handbremse losmachen. Ja, plötzlich wutsch, verschwindet er am Horizont. Wie groß muss denn ein Redo-Log sein? Also wie viel Megabyte Redo-Log brauchen wir für 1 Megabyte Dirty Pages? Und die Antwort ist, das können wir uns aussuchen. Wenn ich einen Zähler habe, den ich hochzähle, ja, der Zähler mit dem Namen Chris wird von 1, 2, 3, 4, 5 immer weiter hochgezählt. Dann ändere ich dieselbe Row über und über. Was passiert mit den Dirty Pages? Das ist ein Zähler, der verändert wird, der steht an einer Stelle. Das heißt, die eine Page wird dirty und bleibt dirty, weil da die ganze Zeit geschrieben wird. Eine Dirty Page. Von dem ganzen riesigen Bufferpool eine Dirty Page. Was passiert im Redo-Log? Es sind Transaktionen. Jede Transaktion, Commit, 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 schreibt ins Redo-Log. Eine Dirty Page, unendlich großes Redo-Log. Ich habe eine Datenbank, da stehen User-Records drin und in den User-Records, da stehen die Stammdaten des Users drin, Chris wohnt da, hat dann diese Kontonummer und so weiter und da steht das Last-Login-Date drin. Das heißt, ich habe 4K User-Record, 4 Byte Last-Login-Date, Chris loggt sich ein. Die ganze Page, 4 User passen rein, 16K Page, 4K User-Record, die ganze Page wird dirty. Wenn sich einer dieser 4 User einloggt, ändert sich das Last-Login-Date dieses Users, die ganze Page wird dirty. Ich habe 25 Millionen User-Records, es ist morgens 7, alle loggen sich ein, 8 Millionen User von den 25 loggen sich ein. Wie viele Pages von meiner Datenbank sind dirty?
Ha? Alle, ja, genau. Das ist die User-Datenbank bei web.de. Damals war es noch ein Orakel. 8K-Pages, ja, aber genau das passiert. Zwischen 7 und 9, 8 Millionen Logins von 25 Millionen. Alle Pages der User-Datenbank sind dirty. Jetzt hast du eine Betriebsstörung bei web.de und aus irgendeinem Grunde wird aufgrund der Betriebsstörung alle User ausgeloggt. Die Sessions gehen verloren. Was passiert als nächstes? Alle Pages der User-Datenbank sind dirty, weil die User sich alle wieder einloggen, panisch. Ja, was passiert als nächstes? Die User-Datenbank checkpointet sich tot, die stirbt. Ja, das heißt, du hast eine beliebige Krise und die nächste Krise ist, UserDB fällt um. Wie löst du das Problem? Ja, keine Option. Wie löst du das Problem? Datenbank abschalten zählt nicht. Ha? Frontend abschalten? Nein. Du könntest das Last-Login-Date nicht aktualisieren, ist auch keine Option, weil wenn User sich 180 Tage nicht eingeloggt haben, werden sie gelöscht. Genau, du machst dir eine extra Tabelle Last-Login. Da steht die User-ID drin und das Last-Login-Date. Ja, dann hast du die 4K User-Records und die werden von Login nicht geändert. Und dann hast du 8 Bytes. 4 Byte User-ID, 4 Byte Last-Login-Timestempel. Und davon passen nicht 4 auf eine Page, sondern ungefähr 400. Ja, wenn sich jetzt alle User einloggen oder auch nur 8 Millionen, dann hast du aber 100 mal weniger Pages zu schreiben. Weil die Daten ja viel dichter sind. Und du checkpointst dich nicht mehr tot. Das heißt, du hast also eine Tabelle an statischen Daten und eine zweite Tabelle an volatilen Daten und zwischen den beiden eine 1-zu-1-Relationship, die ist ja eigentlich so immer verdächtig sind beim Entity-Relationship-Modell. Aber in diesem Fall ist sie da aus physischen Gründen. Du willst die volatilen Daten möglichst klein, kompakt haben, die statischen Daten von den volatilen Daten trennen und das nicht vermischt haben, damit du einfach weniger checkpointen musst. Und dann geht's. Dann brennt dir web.de nicht ab, bloß weil was anderes kaputt gegangen ist. Ein total trivialer Change, aber das zu debuggen und zu finden, hat dann auch über 3 Monate gedauert. Insbesondere, weil ja immer, wenn das eine passiert ist, vorher schon eine andere Krise war und es auch ein bisschen schwierig ist, diese ineinandergreifenden Krisen auseinanderzuziehen. Das ist ja ein Folgeproblem. Auf die Platte schreiben ist teuer und langsam. Je weniger man das muss, desto besser. Also kann man Daten, die zu ändern sind, zusammenfassen. Und alles, was InnoDB macht, ist unter anderem viel Aufwand treiben bei der Datenstruktur, um Disk-Writes zusammenzufassen und nicht so viel auf die Platten zu schreiben, weil Platten 1 Million langsamer sind, 1 Million mal langsamer sind als der Speicher. Wir müssen schreiben beim Write, da kommen wir nicht drum rum, aber wenn wir die Writes zusammenfassen können, wenn wir sie linearisieren können, wenn wir sie delayen können, dann können wir immerhin gewinnen und jedes bisschen zählt unglaublich, weil Platten so furchtbar langsam sind. Und da haben wir dann noch einen Trick. Ich habe vorhin gesagt, Indizes in MyESAM und überhaupt in Datenbanken auf Platten sind B-Bäume. Was ist denn überhaupt ein B-Baum? Nein, das ist ein Binärbaum, ein balancierter Baum, genau. Und was ist ein balancierter Baum? Genau, genau. Die mathematische Definition ist tatsächlich, wenn du alle Pfade nimmst von der Wurzel des Baumes zu den Blättern, dann ist der längste Pfad maximal einen Schritt länger als der kürzeste mögliche Pfad. Ja, also wenn du dir alle Pfade von oben nach unten anguckst, ist der Unterschied maximal 1. Dann ist er balanciert. Das heißt, wenn du einen Baum hast, der irgendwie da so runterhängt, ist er unbalanciert und der Balancierungsvorgang besteht darin, dass du die Dinger alle gleich lang machst und dir die Daten umschaufelst. Von links nach rechts. So, es gibt B-Plus-Bäume. Ein B-Baum ist der Baum und im Baum sind Zeiger auf die Daten, die stehen woanders. Bei einem B-Plus-Baum hast du die Daten nicht als Zeiger, sondern du hast die Daten unten im Baum drin, in den Blättern. Und bei einem B-Sternbaum hättest du sie sogar in den Blöcken drin. Und der Primärschlüssel von InnoDB, das, was du mit Primary Key definierst, das ist in InnoDB ein B-Plus-Baum. Ja, langweilig. Warum erzählt er mir das? Weil, wenn die Daten in den Blättern eines Baumes stehen, der Baum aber eine Ordnungsstruktur ist, dann stehen die Daten auf der Platte in Indexreihenfolge. Das heißt, die Daten mit der ID 1 stehen ganz links und die Daten mit der höchsten ID stehen ganz rechts. Und Daten mit ähnlichen IDs stehen nebeneinander, vermutlich im selben Block. Das heißt, das, was du als Primärschlüssel auswählst in InnoDB, spielt eine Rolle.
Wenn du OpenStack bist oder Oxid, dann ist dein Primärschlüssel eine UUID. Was hat das für Auswirkungen? Bitte? Sind keine Integers, ja? Das ist nicht doof. Ordnen kannst du sie trotzdem. Du kannst zwei UUIDs vergleichen und sagen, welche von denen numerisch kleiner oder größer ist. Oder lexikalisch. Eine UUID ist effektiv so etwas Ähnliches wie eine Zufallszahl. Wenn du zwei UUIDs hast, die du nacheinander erzeugst, dann kann die zweite UUID größer oder kleiner sein als die erste. Du weißt es nicht. Und das heißt, effektiv hast du hier einen B-Plus-Baum. Die Daten werden in Primärschlüsselreihenfolge angeordnet und das mit einer UUID zufällig. Das heißt, diese Ordnungsfunktion, die du hast, kannst du nicht benutzen. Ich habe einmal in die Datenbank gekotzt. Genau das, ich habe einmal in die Datenbank gekotzt, ja. Oder wenn man das ein bisschen weniger vulgär ausdrückt, der Working Set, also die Pages, die aktiv sind, weil ich gerade mit denen arbeite, ist genauso groß wie meine Daten. Wie viel Cache-RAM brauche ich? So viel, wie ich Daten habe. Ich muss meine Datenbank im RAM halten oder ist es nicht effektiv? Primärschlüssel, die UUIDs sind, die MD5s oder SHA1 oder random sind, funktionieren in InnoDB nicht gut. Also sie funktionieren, wie man es von einem Schlüssel erwartet, aber du hast keine Locality, sondern die Daten sind einmal physikalisch über die ganze Platte verteilt. Wenn du Auto-Increment nimmst, also einen Zähler oder einen Timestamp oder sonst etwas Lineares, dann sind die neuen Daten da und die alten Daten hier. Neue Daten sind meistens die Daten, die relevant sind, also die VMs in OpenStack, die noch laufen. Alte Daten sind die Daten, die nicht mehr relevant sind, also alte VMs, die du noch speicherst, irgendwie die IDs, aber die nicht mehr aktiv sind oder ähnliche Sachen. Was würde man benutzen anstatt InnoDB? Bitte? Was würde man für so einen Datentyp da nutzen? Andersrum, wenn du MySQL benutzt, benutzt du einfach Auto-Increment und nicht UUID. Und legst dann trotzdem einfach Das könntest du machen. Du könntest eine Übersetzungstabelle UUID nach Auto-Increment-ID haben oder sowas, um den Tag zu retten wieder. Ja. Performt das dann? Aus demselben Grund, wie diese Last-Login-Tabelle performt, ja. Weil diese 1:1-Abbildung, Key-Translation. Also ich muss halt einfach mal einmal übersetzen. Das ist eine Key-Translation, die du machst. Und die Key-Translation-Tabelle, die kann ja sehr dicht gepackt sein. Die müsstest du im Speicher halten. Und danach kannst du mit Auto-Increment-IDs weiterarbeiten. Rate, was OpenStack nicht macht. Oder Oxid. Ja? Okay, das ist der Teil erstmal. Also das heißt, wenn du eine MySQL-Zielplattform hast und IDs vergeben musst, verwendest du Auto-Increment. Ende der Diskussion. Ja? Und es ist entweder ein Integer unsigned, weil du keine negativen IDs brauchst, kannst du einfach die Hälfte aller IDs wegschmeißen, wenn du es signed machst. Oder gleich unsigned nimmst. Oder du nimmst dein Big Int unsigned. Dann hast du 8 Byte als Zähler, das wird eine Weile dauern, bis zum Hitzetod des Universums nämlich, bis deine IDs alle sind. Ja. Es gibt in InnoDB keine MyD, die Daten stehen selber im Index, der Primary Key sind deine Daten. Die Blätter vom Primary Key in Primary Key in Reihenfolge sind deine Daten. Auto-Increment inserted Daten immer rechts und das würde normalerweise zum Debalancieren unseres balancierten Baums führen. Deswegen hat MySQL extra Code, den sogenannten Change Buffer, mit dem es solche Änderungen im RAM batcht und dann ganze Blöcke im Balk rechts raushaut, damit es den Baum nicht die ganze Zeit rebalancieren müsste. Und das ist sogar schneller in Auto-Increment-Reihenfolge einzufügen, als es durcheinander einzufügen. Und man kann dann am Change Buffer noch rumtunen, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn du Auto-Increment machst, dann ist die neue ID immer größer als die alte ID. Wenn die Daten in Primary Key-Reihenfolge stehen, heißt das, die neuen Daten kommen immer als allerrechtestes in deine Tabelle. Ja. Aber ich habe gerade gesagt, es ist ein balancierter Baum, aber wenn du immer rechts einfügst, ist es so imbar, wie es nur sein kann. Ja. Ja, deswegen gibt es den Change-Buffer, der nimmt sich den ganzen Kram, der da rechts runterhängt, buffert den, und wenn er dann ein Batch davon fertig hat, dann balanciert er einmal den ganzen Kram, anstatt es laufen zu tun. Sekundärschlüssel, also alles das, was nicht Primary Key ist, aber Index oder Unique oder sonst wie, das benutzt ein B-Baum.
Das heißt, es macht seinen balancierten Baum und hat dann einen Pointer auf die Daten. Wo stehen die Daten? Im Primärschlüssel, haben wir gerade gesagt. Was ist die Row-Adresse? Entweder kann es eine physikalische Adresse sein, oder es könnte einfach der Primärschlüssel sein. Wenn es der Primärschlüssel ist, dann können wir die Daten physikalisch umsortieren durch Balancieren des Baums, aber der logische Schlüssel, der Primärschlüssel, ändert sich ja nichts. Es bleibt weiter die ID 3, auch wenn sie jetzt an einem anderen Block steht. MySQL, InnoDB verwendet in Sekundärschlüsseln den Primärschlüssel als Rohpointer. Deswegen kann InnoDB den Primärschlüsselbaum, die Daten, umsortieren und balancieren, wie es möchte. Davon sehen die Sekundärschlüssel aber nichts. Im Primärschlüssel ist der Baum unbalanciert. Change Buffer macht einmal eine große, die Rohadressen von allen Records ändern sich, weil der ganze Baum einmal umgeschwurbelt wird. Und jetzt müsstest du eigentlich alle anderen Indizes aktualisieren, weil jetzt ja alle Sachen an die falsche Stelle zeigen. Das ist aber nicht der Fall, weil hier keine physikalischen Positionen stehen. Hier stehen logische Positionen, Primärschlüssel. Dieses Read-Verfahren, ist das auch ein Script, der immer im Hintergrund abläuft? Ja. Ja. Deswegen ist der Primärschlüsselteil, oder genau der hintere Teil, das Suffix jedes Primärschlüssels. Wenn du sagst Index A, dann kriegst du in InnoDB eigentlich ein Index A,ID. Wenn deine ID nicht ein Int oder Big Int ist, sondern ein Varchar 255, du machst einen Index A auf einen Integer, dann kriegst du einen Index auf A, das Integer, und ID Varchar 255, und das ist nicht effizient. Das ist scheiße. Ja. UUIDs gehen mal gerade noch so, aber irgendwo so zwischen 20 und 32 Bytes wird es unangenehm, weil du halt für jeden anderen Index-Records diese 32 Bytes Primärschlüssel extra kriegst. UUID ist auch kein Typ in MySQL, es ist ein Varchar. UUID ist es in deiner Anwendung, ja? Es gibt andere Datenbanken, Postgres zum Beispiel, im extra UUID-Typ. Ich mache gleich Schluss, dann bin ich fertig. Ich will noch eine Sache zeigen und dann mache ich hier zu. Das ist eine Page, 16k. Die hat vorne so einen Page-Header und hinten einen Page-Footer. Im Page-Footer steht die Checksum und im Page-Header steht das Page-Directory. Und das stimmt zwar nicht ganz, aber du kannst dir das so vorstellen, als ob in Page Directory vorne steht, der Record 3 steht beim Offset 100, der Record 4 steht beim Offset 1000, der Record 5 steht beim Offset 500. Das heißt hier Record 2, 3, 4, 5 und hier drin kannst du irgendeine Reihenfolge haben und mit Lücken dazwischen und so weiter. Und es kann auch freier Platz drin sein. Wenn du also einen String größer machst, dann lädst du eine 16K-Page, machst den String größer, dann ist ein bisschen weniger freier Platz in der Page und dann schreibst du die eine Page wieder zurück auf den Checkpoint. Du hast also überall in jeder Page ein bisschen freien Platz und nur wenn die Page überläuft, muss sie gesplittet werden und dann muss irgendwie rebalanced werden und so weiter. Das führt zu etwas seltsamem Verhalten. Du hast ein InnoDB, das nicht wächst, obwohl du Daten einfügst und plötzlich, puff, wie bei Popcorn. Und beim Löschen hast du dasselbe umgekehrt, du löscht Daten und es wird nichts kleiner und plötzlich, die Datei wird eh nicht kleiner, aber plötzlich jede Menge Free Space, weil Pages nebeneinander liegen, die beide plötzlich einen Underflow haben und auf eine zusammengelegt werden können. Page Merge. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich Daten lösche, dass auf der Festplatte weiter in denselben Platz kommt. Die IBD-Datei schrumpft nie. Genau. Kann ich das irgendwie aufräumen? Ja, du könntest ein Optimized Table machen. Aber das macht nichts, wenn du eine volatile Tabelle hast, dann bist du die ganze Zeit dabei, Daten einzufügen und auch wieder zu löschen. Und das heißt, die IBD-Datei nimmt eine feste Größe ein, obwohl sich in der IBD-Datei ständig alles ändert. Ja. Meistens lohnt es nicht, ein Optimized Table zu machen. So, was wir jetzt haben, ist eine ganze Menge lokalisierter Change. Ja? Wir haben einen String, der wächst in der Tabelle und das ist nicht schlimm, weil hier drin freier Platz benutzt wird. Die Page-Adresse, mit der die Seite oder der Record von außen angesprochen wird, ist keine physikalische Adresse, ist eine Page-Nummer und dann ist es der dritte Record. Und im Page-Directory wissen wir dann, der dritte Record steht da. Das heißt, wir können den Record in der Page verschieben, ohne dass es von außen sichtbar wird. Es ist immer die Page 16, Record 3,
auch wenn der Rekord selber mal hier steht oder mal da oder mal da. Nur wenn die Page gesplittet werden müsste, ändert sich die Adresse und dann ist es eine Änderung einer physikalischen Adresse im Primärschlüssel, aber das interessiert die Sekundärschlüssel alle nicht. Das heißt, ich kriege, wenn ich am ganzen Daten rumorganisieren muss mit Page-Split und Page-Merge, kriege ich keinen Update-Sturm mit 1000 Disk-Writes, sondern ich habe alle Änderungen immer so doll lokalisiert wie möglich. Wieder, InnoDB tut viel, viel, viel Zeugs mit ganz viel Code, um Disk-Writes zu vermeiden, weil Disk-Writes so furchtbar lang waren. Ja, vergleich das mit dem, was wir vorhin über MyISAM geredet haben und dann siehst du, wie unglaublich scheiße und primitiv MyISAM ist. Dann schnapp dir die MongoDB-Dokumentation und vergleich das. Hier haben wir eine Datenstruktur mit MVCC. Es gibt keine Logs für Reader. Reader werden nie gebremst. MongoDB, Datenbank-Logs, Collection-Logs und so weiter. Also es loggt sich tot, weil es diese Multiversionsgeschichten nicht gibt. Und das andere Log nicht. MongoDB hat einen Log, aber das wird nicht genutzt. Jedenfalls nicht dafür, um Logs zu vermeiden. Das heißt, sobald du Concurrency hast, viele parallele Writer, auf der einen Seite Log, auf der anderen Seite ja, also 400 Writer auf einem InnoDB, das geht. 400 Writer parallel auf einer MongoDB-Collection? Ist egal, wie viele Cores du hast, das wartet bloß schneller. Und wenn du Dinge umsortieren musst, wird versucht, den Change lokal zu halten, also nicht alle Blöcke neu zu schreiben, sondern nur so wenige Blöcke als möglich zu ändern. So, das reicht für den Überblick. Konfiguration für Sysadmins. Es gibt eine Konfigurationsvariable, die absolut lebenswichtig ist. Das ist die InnoDB Buffer Pool Size. Den InnoDB Buffer Pool machst du so groß, wie es geht, ohne dass die Karre in Schwappen kommt. Wenn sie schwappt, bist du tot. Plattenzugriff. Ja, ist ein bisschen wie Blackjet. MySQL größer machen, MySQL größer machen, MySQL ist größer als der Speicher, du bist tot. Damit MySQL groß werden kann, musst du der Maschine versuchen, das Schwappen zu verbieten. Das kannst du tun, indem du in der sysctl-conf die Swappiness auf 0 setzt. Dann musst du dir überlegen, wie groß machst du den Log-Buffer, also wie groß sind meine Transaktionen. So bummelig 32 MB reicht meist. Und dann musst du dir die InnoDB Log File Size anlegen und ich habe vorhin gesagt, wie groß oder wie ist das Verhältnis von Redo Log zu Dirty Pages und habe gesagt, wir können uns das überlegen, wenn wir Counter haben, wird das Redo Log beliebig groß, aber eine Page ist dirty. Wenn wir Web.de spielen, haben wir ganz viel Dirty Pages und ganz, ganz wenig Redo Log, weil so viel Byte Pointer aktualisiert werden. In der Realität ist es so, dass wenn dein Schema nicht kaputt ist, und bei den meisten Leuten ist das so, dass das Redo-Log ungefähr ein Fünftel so groß ist wie die Anzahl der Dirty Pages. Wenn du also einen Server hast mit, was weiß ich, 128 GB RAM im Bufferpool, dann brauchst du etwa ein Fünftel davon als Redo-Log. Oder irgendwas in der Gegend, Fünftel, Sechstel oder so ist in der Art. Also für 100 GB RAM im Bufferpool bräuchtest du 20 GB Redo-Log. Muss noch ein bisschen draufschlagen, weil das darf ja nur 70% voll werden, gibst dem also 24 Gig. Das kannst du überhaupt nur in 5.6 und höher, weil ab 5.5 und drunter wird es maximal 4 Gig Redo-Log. Das heißt, du kannst einen Server mit viel RAM gar nicht mit einer alten Version von MySQL fahren, weil du dir sonst die Füße fesselst. Du kannst das Redo-Log nicht groß genug machen. Das gilt für einen Server, der viel schreibt. Wenn du nicht gerade eine Datenbank hast, die wirklich viel Daten durchschreibt, ist es auch egal, wie groß das Redo-Log ist, weil du ja nicht viel schreibst. Dann kannst du das Redo-Log klein machen, riesigen Bufferpool haben, ist eh alles Redo-only. Und dann gibt es noch was. Was macht InnoDB, wenn du einen Commit machst? Und der Default ist das, es schreibt auf die Platte. Das heißt, es macht einen Write-System-Call, der schreibt aus dem MySQL-D-Prozess in den File System Buffer Cache und dann macht es einen F-Data-Sync und der zwingt den File System Buffer Cache auf die Platte. Du könntest das auf 2 setzen, dann schreibt das Commit aus dem MySQL-D in den File System Buffer Cache und einmal pro Sekunde schreiben wir den File System Buffer Cache auf die Platte. Was passiert, wenn der MySQL-D abstürzt? Hä? Nee, wenn der MySQL-D abstürzt, nicht, weil wir ja mit dem Write die Daten in den File System Buffer Cache übertragen haben. Ist also nichts passiert. Was passiert, wenn ich einen Stecker ziehe? Dann verliere ich bis zu einer Sekunde Daten. Ist das ein Unheil? Die Datenbank ist konsistent. Ich bin nicht zwischen zwei Transaktionen.
Ja? Ich bin immer genau an der Grenze zwischen zwei Transaktionen. Aber die Transaktionen der letzten Sekunde sind eventuell zur Gänze verloren. Wenn ich an den Booking bin, heißt das, dass ein paar Kunden Buchungsbestätigung bekommen haben, aber das Hotel nicht. Das heißt, Leute, also eine Sekunde Buchungen, Leute schlafen unter der Brücke, es sei denn, Customer Support rettet den Tag. Wenn ich an der Atomkraftwerk bin, heißt das wahrscheinlich, dass Millionen Leute sterben. Ja, also was der Datenverlust bedeutet, hängt von der Businesslogik ab. Ob das als Risiko tragbar ist, entscheidet die Geschäftsführung. Also diejenigen, die wissen, was die Businesslogik bedeutet. Was es auf jeden Fall bedeutet, ist, es ist immer noch eine bessere Datenbank als MongoDB ist. Ja, weil ich ja nicht zwischen zwei Transaktionen bin, also halb zerstörte Tabellen habe, sondern ich habe immer ganze Write-Operationen, bis zu denen ich recover. Es fehlen bloß welche, aber es fehlen immer ganze. Ja, ich habe nicht ein halbes Update, das 500.000 Rows von 1 Million aktualisiert hat und ich weiß nicht, welche 500.000, sondern es ist immer genau zwischen zwei Transaktionen. Selbst dann, selbst hier, wenn Commit gar nichts tut und einmal pro Sekunde das Write kommt und einmal pro Sekunde das F-Data Sync kommt, selbst dann ist es noch eine bessere Datenbank als MongoDB. Weil ich immer ganze Transaktionen habe, nie halb. Das geht nicht. Du kannst MySQL nicht, selbst im kaputtesten Modus, kannst du MySQL InnoDB nicht so kaputt konfigurieren, dass es halbe Transaktionen schreibt. Dir fehlen bloß welche. So, und damit sind wir dann hier fertig. Ich hoffe, das war alles nützlich. Wenn nicht, schreibt mir doch bitte eine Beschwerdemail, dann werde ich kündigen. Morgen gucken wir uns Replikation an.